4 Polizisten und Polizistinnen sind suspendiert, aber ermitteln in einem Mordfall, der es in sich hat. Das ist unser Adventure-Abend. Und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwochabend oder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, je nachdem, wann ihr dieses VOD schaut oder ihr seid Live-Arbeiter, 1, Teil 2 noch nicht gesehen, gar kein Problem. Herzlich willkommen an meiner Seite die wunderbare Esther. Hallo. 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 Die tolle Johanna. Hallo, guten Abend. So mein Adjektiv. Der herausragende Lars Pausen. Wow. Dankeschön, hallo. Fabulous Pausen. Herzlich willkommen auch hallo, von meiner hallo, Seite. Hallo, Andreas Links, der attributlose Andreas. Ja, vielen, vielen Dank. Ach, es ist nett, wieder Zeit. Würde ich sagen. Nett. Oh, nett. Das ist schon nett. Also, ja, natürlich. 2 Schaden kriege ich. Willkommen zurück an unserem Spieltisch und der Gabentisch ist reich gedeckt. Wir haben schon einige Orte aufgedeckt hier in der Akte Gloom City, ein Adventure Game, das auch vom lieben Hauke entwickelt wurde, der auch sein zartes Stimmchen hier der App schenkt und uns durch dieses Abenteuer geleitet, das wir natürlich nach bestem Wissen und Gehwissen lösen. Wir kombinieren, wir finden Gegenstände, wir untersuchen Orte und können hoffentlich den Mörder stoppen, der ja 3 Geiseln genommen hat. Und die geht es zu befreien. Das ja. ist aber ja. nicht so einfach, denn wir 4, wir kennen uns gar nicht. Wir sind alle suspendierte Polizisten. Um wen handelt es sich denn hier genau? Lars Pausen, wer bist du denn eigentlich? Mein Name ist Sergeant Marcus Burke. Ich bin suspendiert. Und Sergeant, das haben wir rausgefunden, der zweithöchste hier, rangtechnisch. Und ich habe irgendeine Sache in der Vergangenheit erlebt, die mich belastet hat. Ich wollte in einen Raum reinstürmen, aber da war gerade ein Tatort und ich wurde zurückgehalten und das war so eine Vision, die ich hatte. Und ich bin leicht verletzt am Arm. Johanna, wen porträtierst du denn heute? Mein Name ist Officer April Pisano. Ich bin, glaube ich, die unerfahrenste im Team. Officer war, glaube ich, so die jüngste. Ich habe erfahren, dass meine Schwester umgebracht worden ist und ich an ihrem Tatort ein Beweismittel habe verschwinden lassen. Und das ist der Grund, warum ich suspendiert wurde. Ich bin ein bisschen schwerer verletzt als du. Ich habe einen Holzspeer in die Schulter bekommen. Ich war froh, dass es nicht in meinen Hals oder meinen Kopf war. Deswegen habe ich 2 Schaden, aber habe mich ganz gut erholt soweit. Und laufe euch einfach so weit hinterher, schlepp mich da so mit euch hier durch dieses Geisterhaus. Esther, welche Figur stellst du denn da? Ich bin Lieutenant Rachel Cho. Bin, glaube ich, diejenige mit dem höchsten Rang hier. Das haben wir aufgrund von Brooklyn Nine-Nine herausgefunden. Ja. Ja, ich weiß tatsächlich noch eigentlich gar nichts über meine Backstory, warum ich jetzt suspendiert wurde, warum ich jetzt hier gelandet bin. Dafür muss ich noch weiter verletzt werden. Ich weiß nicht, will ich das? Eigentlich schon, mal sehen. aber die eine Verletzung, die ich habe, habe ich natürlich kurz vor Ende noch von der Elster bekommen, die mich gepickt hat. Mehr weiß ich leider nicht. Dieser Angriff des Vogels. Ja. Ein Elster picken ist genauso schwer Verletzung wie du ein Stein. Ja. Ja. Sehr schön. Andreas, was bist du denn? Ah, danke. Ja. Ja. Ich bin Detective Simon Bishop. Ich wurde von einer Schlange gebissen. habe mich aber, glaube ich, selbst versorgt mit Wunden. Auf jeden Fall wurde diese Wunde geheilt. Das heißt, was bleibt, ist lediglich ein nicht enden wollendes Traumata, aber nichts, was mit 30, 40 Therapiestunden nicht zu lösen sein sollte. Ich bin mit euch in dieser Irrenanstalt suspendiert, aber weiß auch nicht so richtig, warum. Habe die Rolle aber vorsichtshalber so angelegt, dass ich ein latentes Alkoholproblem habe, weil ich dachte, das könnte vielleicht zur Rolle passen, denn irgendwas versuche ich zu verdrängen. Was, wissen wir aber noch nicht so genau. Genau, das sind die Charaktere, die wir heute spielen in Teil 2. Wer jetzt bei Teil 1 noch nicht dabei war, für den habe ich was, nämlich ein Recap. Bitteschön. Gloom City. Verbrechen, Intrigen, Korruption.
In dieser Stadt geht schon lange nichts mehr mit rechten Dingen zu. Doch an diesem Sonntagabend ändert sich für die vier suspendierten GCPD-Polizisten alles. Ein geheimnisvoller Brief und eine Einladung ins verlassene St. Mary's Mental Asylum. Doch wer steckt dahinter? Detective Simon Bishop, Lieutenant Rachel Cho, Officer April Pisano und Sergeant Marcus Burke stellen sich dem mysteriösen Fall. Der geheimnisvolle Verbrecher hat drei Geiseln in der Anstalt versteckt, die es zu befreien gilt, bevor es zu spät ist. Zusätzlich lauern eine Menge Gefahren auf die vier Abenteurer in den dunklen Räumen der Anstalt. Mit hochtönendem Pfeifen schnellt ein angespitzter Holzspieß aus einer Armbrust hervor. Du versuchst dich noch aus der Flugbahn zu winden, doch der Pfeil erwischt dich dennoch und bohrt sich tief in deine Schulter. Im Laufe des ersten Kapitels deckten die Abenteurer einige dunkle Machenschaften von Dr. Burquist auf, dem letzten Leiter der Nervenheilanstalt. Gab es hier Folter und Stromschläge für Patienten? Es handelt sich um ein älteres Modell eines EKT-Geräts. Der kleine rote Zeiger auf der Skala zeigt Stromstärke und Spannungswerte jenseits von Gut und Böse an. Es dauerte ein bisschen, bis die Spurenjäger voranschreiten konnten. Ich war so davon überzeugt, du hättest das schon geguckt. Scheiße. Ich wusste, es gibt einen Haken bei dem Spiel. Ich mach das jetzt ganz schnell, weil sonst, also wirklich. Aua. Doch dann konnten unsere Spieler die Identität des Geiselnehmers entschlüsseln. Es handelt sich um Tom Webb. Im Alter von 5 Jahren kamen dessen Eltern bei einem schrecklichen Brand ums Leben. Direkt danach wurde Tom ins St. Mary's Asylum eingewiesen. Doch wieso tut Tom dies alles? Was geschah damals in der Anstalt? Und können unsere Bohnen die Geiseln befreien, bevor die Zeit abläuft? Das erfahrt ihr jetzt im 2. Kapitel von Gloom City. Krass. Ich habe vergessen, wie cool der erste Teil war. Der war schon geil. Das war ja der reinste Vibe, den wir geliefert haben. Nun gut, Kapitel 2. Steigen wir ein in die wilde Reise. Steigen wir ein. Kapitel 1 ist abgeschlossen. Wir befinden uns ganz oben auf dem Dachboden. Erinnert ihr euch noch? Nein. Ja. Da oben haben wir eine Tür aufgemacht. Da ist dieses Tonbandgerät, hat uns diese Nachricht abgespielt von Tom Webb, der gesagt hat, ihr bleibt für immer hier. Tschüss, verabschiedet euch von eurem Leben. Da haben wir gesagt, wir gehen mal wieder zurück. Dann wurde eine andere Falle ausgelöst und hat ein Loch in die Wand geschlagen da oben. Wir gucken aus dem Fenster, sehen, das Auto fährt weg, wo dieses Smiley auf der Rückscheibe war. Da sind wir. Mhm. Der Typ fährt, wir sind im Haus. Mhm. Gut, stehen da oben, gucken raus. Mhm. Gratulation, ihr habt Kapitel 1 abgeschlossen. So, es geht weiter. Nehmt Abenteuerkarte A2 und lest sie vor. Stellt dann eure Spielfiguren auf Raumkarte G2. Da stehen wir schon davon. Ja. Entkommt aus dem Asylum und nehmt die Verfolgung des Täters auf. Raus hier! Wir müssen hier raus. Ja, denn? Ja. Okay, dann würde ich sagen, G2, da stehen wir. Wollen wir uns G2 nochmal anhören? Können wir machen. Und dann machen wir die zwei Zahlen, die sich hier darauf befinden. Ich glaube, die eine war dasselbe, aber die 707 ist neu. Ja. Ich mache nochmal G2 und dann 707. Nur noch Trümmer sind von der ehemaligen Wand übrig. 707. Du hustest trocken und willst dich gerade mit deinen Kollegen beraten, als dein Motor aufheult. Das ist das, ja. Ach so. Ein Blick auf die Straße zeigt gerade noch, wie ein schwarzer Wagen um die Ecke biegt und in Richtung Innenstadt davonbraust. Auf der Heckscheibe trägt er ein Smiley mit breitem Grinsen in roter Farbe. Ein letztes Zeichen seines Hohnes, ehe er euch in seinem Kindheitsgefängnis zum Verrotten zurücklässt. Irgendwie müsst ihr ihm folgen, die Geiseln retten, wenn sie noch leben, und diesen psychotischen Irren ein für alle Mal aufhalten. Hiermit endet Kapitel 1. Ja. Ja, okay. Wo wissen wir, wer das ist, der da wegfährt? Wegen dem Smiley, glaub ich. Und hier war noch dieses Tonband, hier in dem Raum nebenan, das Tonband, wo gesagt, ich bin Tom Webb. Ja. Ich habe hier mal gewohnt, ihr seid für immer hier gefangen. Schön, dass ihr hier. So Transferleistung trotzdem dann zu behaupten, das sei der Typ im Auto, aber ach so, natürlich. Das stimmt.
Das wissen wir nicht. Aber noch beide sagen. Das wurde jetzt gerade so dargestellt, als wüsste er ganz sicher der Huhn, aber gut, das ist nicht. Es könnten auch zwei sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Tom Webb einer von. Der ist auch in dem Alter. Der, dann ist, ja. Der jetzt so Jahre sein. Später noch. Er war früher ein Kind, jetzt wenn ist es. Wenn das Hauke sagt, wird das schon so sein. Rufen wir ihn jetzt einfach nochmal an. Das ist ein guter Gedanke, vielleicht. Absolut. Vielleicht verfolgen wir hier ein Phantom. Nein. Das wird schon stimmen. Und nun? Ja, und jetzt, wir jetzt gehen wir auf die 707, würde ich sagen. Ja, okay. Das ist die einzige Zeit, die wir noch. So lose, wie die verbliebenen Steine aufeinander stehen, solltet ihr besser zusehen, dass ihr hier so schnell wie möglich rauskommt. Nach unten sind es allerdings mindestens 7, wenn nicht gar 10 Meter. Ach, Punkt. Okay. Ich habe Bettlaken. Können wir da drauf die rausschmeißen und da draufspringen oder so? Ja. Keine Ahnung. Ja, das finde ich richtig geil. Nee, wir ziehen erstmal die Betten frisch, bevor wir hier irgendwas machen. Wir könnten uns damit auch erhängen. Auch gut. Okay. Lass uns erstmal was anderes probieren. Du willst eine Nahtoderfahrung, um deine Flashbacks zu haben, oder was? Ja. Also ich möchte hier natürlich nicht der Spielverderber sein, aber ich weiß, sie sind alle sportlich. Ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft und ich habe die ein oder anderen Donut schon probiert in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Das sage ich euch ganz ernsthaft. Ich sehe keinen von euch, der annähernd meine Statur hat. Ich kann es versuchen. Aber vielleicht müsst ihr ohne mich weitergehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dann ist das halt so. Ja. Also, ja. Aber wir sind mehr als genug Polizisten für diesen Fall. Ja. Gut, dann soll das vielleicht einer einfach mal machen, der bisher noch unbeschadet davongekommen ist. Wer ist das denn? Lieutenant? Ich glaube, wir haben alle Schaden, oder? Ich habe 2. Ich bleib erstmal hier oben. Sie? Sergeant? Ich habe momentan einen Schaden und eine schwierige Statur. Mir ist ein bisschen schwindelig und ich habe Hunger. Alles. Ich habe die Bettlaken, ich mache das. Sehr gut. Okay. Ich möchte es probieren, die Bettlaken 10 Meter aus dem Haus zu schmeißen. Wo haben sie die eigentlich die ganze Zeit gehabt? Die ganze Zeit mit so einem Paket läufst du rum. So ein Kleid daraus gemacht. Ja? Ja, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz helfen. Was mache ich jetzt? Also ich mache erst die kleine Zahl, also erst 30 und dann 707, glaube ich. Ne? Große Zeit zuerst. Ja. Ja, aber das war doch dann irgendwann doch nicht so, oder? Stopp. Halt. Welche Zahl haben die Bettlaken, die 30? 30. Das hören wir uns erstmal an. So. Nee. Dann sind wir im Raum G2 und wollen damit die 30 kombinieren. Probieren wir das. Nee, das war's auch nicht. Nein, wir müssen ja aufs Fenster gehen. Das Fenster ist 700. Abzugreifen, Paul, das 705, glaube ich, ne? 705 ist das Fenster. Erstmal ans Fenster. Euer Preis. Ach so, nee, hat jemand mit einem Messer ins Holz der Tür geritzt? Ja. Achso, nee, 705 ist die Tür. Sorry, ja. Was ist denn das Fenster? Wir straucheln. Wir stehen an der kaputten Wand. 704. Ach ja. Im Gerümpel findest du allerhand Unrat. Das ist noch, das untersuchen wir jetzt. Köpfe und Gliedmaßen, aber das leere Flaschen, ich schon. Stofftaschentücher und so. Unter all dem Schund auch ein rostiges, altes Messer mit langer Klinge. Ja, das hast du. Das hab ich. Mhm. Ja, dann ist es einfach 30 und 707, beziehungsweise 737. Nee, das ist andersrum. Also klein und dann groß. Ich glaube, erst klein und dann groß. Ja, genau. 30. Oh. Jetzt beruhigt sie, lasst doch rein, die Dame. Kein Problem. Es ist 30, 707. Ja, kleine Zeit zuerst. Lösch das sofort. Ich mir noch mal kurz hier aufschreiben, kleine Zeit zuerst, weil hier steht es ja komplett falsch drauf. Und du hast damals eine Klammer drum gemacht, damit dein Zukunfts-Ich weiß, ja, das ist bestimmt totaler Quatsch. Jetzt lass sie in Ruhe, sonst findet sie wieder eine Schatulle. Okay, hören wir uns mal an, was hier rasch knotet ihr, ne? Bestes geht, die Leintücher aneinander und testet die Reißfestigkeit eurer Konstruktion. Zu eurer Zufriedenheit hält sie wohl auch einen ausgewachsenen, großen Menschen ohne weiteres. Jetzt aber schnell. Ihr bindet eine Schlaufe, legt sie um einen Dachbalken und werft eure Fluchthilfe hinaus. Das Tau aus Laken reicht bis kurz über den Boden. Perfekt. Nacheinander steigt ihr über den Durchbruch hinweg und macht euch an den Abstieg. Als ihr endlich sicheren Boden erreicht, wollt ihr direkt die Verfolgung aufnehmen. Erkennt aber, dass ihr zu Fuß gegen ein motorisiertes Gefährt chancenlos seid. Merken wir es dann. Gemeinsam haltet zu eurem Wagen und schwingt euch hinein. Als der Motor endlich startet, ist vom flüchtenden Auto aber nichts mehr zu sehen. Woher haben wir das Auto? Daher könnt ihr dem Täter nur allgemein in Richtung Innenstadt folgen und hoffen, ihn dort irgendwie ausfindig zu machen, ehe er den Geiseln etwas antut. Legt Abenteuerkarte 30 zurück in die Schachtel. Nehmt Ortskarte H und legt sie rechts von Ortskarte A an. Sergeant, stellt dann alle Spielfiguren auf Ortskarte H.
Ja. Ich dachte, es ging darum, dass wir auf das Laken raufspringen. Also das wir sind nicht die Feuerwehr. Also, hier wurde gesagt, hier, ne? Wir sollen das alles wegtun. Also, die hier können wir umdrehen, wurde in dem, von dem Zusammenfassungskapitel der letzten Marke gesagt. Wir können das umdrehen, weil wir einfach nicht mehr in dem Haus sind. Wir verlassen jetzt das Haus. Das heißt, wir können die umdrehen und ich würde sagen, das machen wir auch. Mhm. Das Haus ist erstmal weg oder wir schieben das hier ganz nach unten. Ja. Und machen dann hier hin und da fangen wir jetzt an. Oh, cool. Wir sind das hier draußen. Das können wir auch ganz Wechsel. So. Da sind wir. Das ist ja meist ein Fehler, wenn man bei einer Party irgendeinen Location-Wechsel macht. Ja, ja, das stimmt. Das kann nur besser werden, ehrlicherweise. Das stimmt, wir waren in einem schwierigen Umfeld. Zwickmühle. Ja. Das ist die seltensten Partys, die ich bisher in eine Nervenhai anstalt hatte. Ja. Ich dachte, lass mal hier bleiben. Okay, dann werden wir jetzt H erkunden. Ja, wer fängt an? Euer Weg führt euch in Richtung Innenstadt. Da ihr aber bei jeder Abzweigung Ausschau nach dem Wagen haltet, seid ihr eine gute halbe Stunde unterwegs, bis ihr auf dem Bahnhofsvorplatz ankommt. Dort stottert euer Motor kurz und wirkt schließlich ab. Mistkarre. Aber was soll's. Euch bleibt also nichts anderes übrig, als auszusteigen und euch hier umzuschauen. Der Vorplatz ist zu dieser Stunde nur spärlich besucht und die wenigen Passanten gehen ihren eigenen Geschäften nach oder weichen euch sogar aus. Ein kleiner Kiosk serviert noch durch ein Bedienfenster Getränke und Snacks. 801. Nah im Aschenbecher hat wohl jemand sein Feuerzeug verloren. 802. Rechts, unter dem Schein einer Straßenlaterne, steht ein junger Mann, der schon bessere Zeiten gesehen hat. 803. Seine Hose ist zerschlissen, die Ärmel der Lederjacke aufgerieben und die Schuhe löchrig. Verstohlen blickt er zu euch hinüber und beobachtet jeden eurer Schritte. Das Bahnhofsgebäude selbst ist scheinbar geschlossen. Nur durch die Tür fällt fahles Licht. Euer Blick fällt auf ein altes Poster an der Außenwand. 804. Abgesehen von der Route, die ihr hierher genommen habt, führt eine schmale Passage tiefer in die Stadt. 805. Direkt an der Kreuzung hat es den Wagen eures Verdächtigen gegen die Wand gesetzt. 806. Das ist natürlich schön. Der ist dahin. Nehmt Abenteuerkarte X4. Das ist natürlich ein schöner Zufall. Möchtest du das lesen? Täter ist tot. Ja, gerne. Kann nach Hause gehen. Ja, wir haben den Fall gelöst. Euer Auto bewegt sich keinen Zentimeter mehr, außer ihr schiebt und das würde viel zu lange dauern. Ab jetzt müsst ihr die Verfolgung wohl zu Fuß fortsetzen. Das bedeutet, solange diese Karte ausliegt, habt ihr keine Möglichkeit zum Asylum zurückzukehren. Mhm. Weder zu den offenen offenen Ortskarten G1 oder G2, noch zu den eventuell verdeckten Ortskarten A bis F. Ich gehe einfach mit die daneben? Oder? Die kann ich dir hinlegen. Okay. Na gut, ich würde mir den Täter mal anschauen. Ich schaue mir das Auto an. Mal schauen, ob der Täter noch lebt. Das ist 806, glaube ich. Oder? Hör mal auf. Ja. Wahnsinn. Du wolltest doch noch mitschreiben und abholen. Verstehe ich. Ja, das ist ja die erste Zahl. Die Karre ist Schrott. Der Typ war wohl zu sehr in Eile. Ein Gang ums Fahrzeug offenbart, dass jemand die Nummernschilder hat mitgehen lassen. Dafür dürfte euer Täter eigentlich keine Zeit gehabt haben. Zudem scheint er eine Verletzung davongetragen zu haben. Denn in unregelmäßigen Abständen finden sich Bluttropfen auf dem Asphalt. Sie führen weiter in die Gasse hinein. Dein Bauchgefühl folgend gehst du in die Knie, um auch einen Blick unter das Auto zu werfen. Und tatsächlich findest du dort eine bereits etwas aufgeweichte Visitenkarte. Die drei Fragezeichen. Nimm Abenteuerkarte 28. Da kriegt ihr noch mehr Karten. Wirklich? Das ist so. Bitte, zeig uns die da. Aber da. Das kommt in die. Nee, noch glaube ich nicht. Okay. Doch, da ist ein Hinweis drauf. Privatdetektiv. Ach. Was steht da? Larry Harper, Privatdetektiv, diskret und zuverlässig. So diskret nicht, die Karte habe ich ja sofort. Er sagt mir nix. Harper. Okay. In die Fallakte rein? Na gut. Ja. Es kommt hier in unsere Fallakte. Da haben Larry wir schon Harper, wer ist dieser Harper? Hatten Sie schon mal Kontakt mit einem Harper in einem Ihrer Nein. Diskret und zuverlässig. Nein, ich glaube, so habe ich das letzte Mal gesprochen. Ah, so langsam kommen. Okay. Gut.
Gut, was wollt ihr noch auswerten? Ich rolle das Feld von hinten auf. Ich glaube, das war die 806, oder? Die hatten wir gerade. Das war gerade 806. Dann mache ich jetzt die 805. Yes. Ich weiß nämlich nicht mehr, was das alles war. Die schmale, schwach beleuchtete Gasse führt über altes Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher, vorbei an Kneipen, Gaststätten und Tanzlokalen. Nehmt Ortskarte R und legt sie rechts von Ortskarte H an. Stell dann deine Spielfigur auf Ortskarte R. Lest Eintrag R. Was? Das geht aber schnell. Warte mal. Wo wollen Sie hin? Ich gehe jetzt ein bisschen feiern. Bye. Okay. Toll. Okay, dann Ortskarte R. Wollen wir erst noch mal die andere zu Ende durch? Du kannst ja schon mal darüber gehen. Durcheinander. Aber wir können ja erstmal noch hier weiter. Wir hören uns erstmal noch was an, oder? Ja. Aber muss man jetzt nicht trotzdem R, weil das war ein Befehl? Nö. Nee? War das ein Befehl? Lest ist ja so. Definitiv imperativ. Lest. Die Befehlsform also, auch genannt. Da ich ja gerade schon rübergegangen bin, würde ich sagen, wir hören uns das an. Ja, aber ihr macht dann da weiter. Mach mal erstmal lesen. Da kommen jetzt 20 neue Zahlen, wird uns vorgelesen und erklärt. Ja, stimmt. 4. Ich bin jetzt auch bei Johanna wieder. Wir machen ganz ich will genau das machen, was Hauke sagt, sonst also haben wir ein Problem. Hauke hat es ja zu dir gesagt, Esther. Lies uns gerade R. Wenn du dran bist, machst du es. Okay. Na gut. Jetzt machst du erstmal hier deinen Job. Deinen verdammten Job. Ich gehe zu 804. Zwischen diversen Aufklebern hängt auch ein überraschend intaktes altes Plakat an der Mauer des Bahnhofsgebäudes. Schon lange hat sich keiner mehr die Mühe gemacht, die Wände und Scheiben von unerwünschter Werbung, gekritzelten Beleidigungen und sonstigen Verschandlungen zu befreien. Etwa genauso lange wie der Beginn des Verfalls dieser einst so schönen Stadt. Premiere! Zum ersten Mal und nur für kurze Zeit hier in Gloom City! Wirbt das Kleingedruckte auf dem Poster für eine Theateraufführung, die im längst schon wieder geschlossenen Trinity Theater stattgefunden hat. Mit dem Untergang der Stadt durch Kriminalität und Korruption hat man hier auch sämtliche prestigeträchtigen Branchen eingerissen. Keiner wollte mehr sein Hotel, sein Einkaufszentrum oder eben sein Theater mit diesem Sündenfuhl in Verbindung gebracht haben. Und so zogen nach und nach alle wirtschaftlich relevanten Unternehmen ab und machten Platz für noch mehr Gesocks. Interessante Backstory der Stadt. Oft fragst du dich, was du überhaupt noch suchst und was aus dieser Stadt wurde, an der einst dein Herz so hing, dass du gegen jene vorgehen wolltest, die ihr schaden. In einem Anflug von Nostalgie reißt du das Plakat von der Wand, knüllst es zusammen. Sergeant, kommen Sie jetzt endlich da weg? In die Tasche. Hallo. Nimm Abenteuerkarte 38. Selbst wenn sie nicht an einem Fenster stehen, sind sie nostalgisch. Ja, denken, einem träumt dich irgendwo hinweg. Sergeant, Sie waren eine halbe Stunde da drüben. Früher war eine schöne Zeit, Leute. Haben Sie eine generische Backstory der Stadt gehört oder was war da drüben? Ja, ein paar Informationen habe ich durchaus bekommen. Es gab hier zum Beispiel ein Theater. Zeig mal. Kein Mensch will mehr in dieses Theater gehen. Die Inszenierungen waren schrecklich. Okay, das ist das Theaterplakat. Was willst du denn damit? Ja, ich habe nur so Schrott. Damit Müll einfach. Ein kleiner Messi, gebe ich gerne zu. Okay, naja gut. Ich würde mir 803, das müsste, glaube ich, der Typ sein, oder? Anschauen. Noch bevor du ihn ansprechen kannst, nimmt der Kerl die Beine in die Hand und versucht, sich aus dem Staub zu machen. Hey. Du eilst ihm nach und bekommst ihn nach wenigen Metern bereits zu fassen. Stehen bleiben! Offenbar ist nicht nur seine Kleidung in einem miserablen Zustand. Hey, wo willst du denn so plötzlich hin? Fragst du ihn und hältst seinen Arm fest im Griff. Ich will dich nur was fragen. Er versucht erfolglos, dich abzuschütteln und lässt sich schließlich von dir lethargisch zu einer Sitzbank führen. Gut. Also, was hattest du es plötzlich so eilig, als du mich gesehen hast? Er zögert und mustert dich eingehend. Du bist doch ein Cop, nicht wahr? Was? Erwidert er mit einer Gegenfrage und zieht die Ärmel seiner Jacke noch tiefer über die Arme. Du kannst dir nur zu gut denken, was er verbergen will. Ja? Keine Sorge. Deshalb bin ich nicht hier. Mich interessiert viel eher, was du gesehen hast, während du dich hier rumgetrieben hast. Hast du gesehen, wann der Ford Mustang gecrashed ist? Und wohin der Fahrer verschwunden ist? Der junge Mann wirkt sichtlich überrascht. Er verfällt kurz ins Grübeln, bis mit einem Mal sein Gesicht aufleuchtet, als hätte er einen Geistesblitz. Tag! Ja, echt jetzt? Vor 20 Minuten vielleicht? Schickes Teil, ist mit dröhnendem Motor die Straße runtergeprescht und hatte dann zu viel Speed drauf. Ja. Da drüben klebt er noch an der Wand. Nun ja, die Leuchte ist er nicht. Er nickt selbstzufrieden, als erwartete er gleich einen Orden verliehen zu bekommen.
und deutet auf das Wrack. Okay, so weit, so offensichtlich, aber hast du auch gesehen, wer das Ding gefahren hat und wohin er verschwand? Er nickt erneut. Na also, immerhin ist er kooperativ. Ja klar, so ein komischer Typ hat sich rausgeschält, schien verletzt zu sein, hat sich dann in Richtung Innenstadt davon gemacht. Wieso? Hat er Scheiße gebaut? Offenbar befriedigt der Gedanke ihn, dass ausnahmsweise nicht er derjenige ist, dem Ärger droht. Warum ist er überhaupt weggelaufen? Warum bist du weggelaufen? Okay. Weil er dachte, dass er ist ja Drogendealer. Er dachte, wird von der Polizei. Ja. Also ich weiß, dass hat Hauke das gesagt, war ich gerade irgendwie abwesend? Ja, das ist... Lars, erklär's ihnen. Zwischen den Zeilen. Also, aber vielleicht hätte... Sie arbeiten bei der April Polizei. April ja auch Drogen kaufen wollen, also... Das ist noch nicht vorbei, er sitzt ja noch neben mir. Also wenn ihr was wollt, sagt mir Bescheid. Aber der Typ... Sie sind offensichtlich Korps und Drogendealer riechen Korps und deswegen dachte er, wir wollen ihn einbuchten. Also. Wollen wir nicht. Wir wissen also, der Typ hat sich aus dem Auto verletzt und aus dem Auto geschleppt und ist Richtung Innenstadt davongelaufen. Ja, und Simon ist ja auch schon auf dem Weg. Ja, gut, ich habe nichts gekriegt. Ich habe nur Infos, mittelmäßig gute Infos. Ja, gut. Na gut. Ich würde noch mal 802? Er hat einer von euch Kleingeld? Ich würde mir was beim Kiosk holen, wenn es okay ist. Ich hab Kleingeld, ja. Was ist in der Kiosk 802 oder so, ne? Oder 801? Mach mal 802, ja? Probier das gleich mal zu kombinieren, ob da was ist. Das Gasfeuerzeug ist noch halb gefüllt und funktioniert einwandfrei. 802. Schade für den, der es verloren hat. Oh. Jetzt kriegt der schon wieder was. Du hast ein Gasfeuerzeug gefunden. Ach so, es war nicht der Kiosk, ne? Nee. Okay. Das hier. Ups. Was ist jetzt gerade passiert? Ich raff's gar nicht. Er hat ein Feuerzeug gefunden. Wie? 802. Was lag da bei 802? Es lag da. So. Ich dachte, das wäre der Kiosk. Aber er hat auch nicht mal 800. Ach so. Soll ich ein bisschen Platz machen für deine Karte? Aber er wollte ja gar nicht. Sie hatten gerade noch so viele Bettlaken dabei. Ich wusste nicht, ob es 801 oder 802 war. Mein Gott. Dann hatte ich keinen Platz mehr. Ja. Okay, aber der Kiosk ist ja immer noch frei, denn ich würde mir jetzt Ortskarte eher einmal anschauen. Weil dann würden wir uns das merken, ja, dass vielleicht gleich du gehst gleich zum Kiosk. Du hast das Kleingeld. Ja, ich hab sowieso Hunger, insofern. Eben. Ja. Dann hören wir uns R an. Hast du jetzt 801 genommen? Nee, nein, 2, das ist offen. Wir hören uns jetzt R an und go. Du folgst der allmählich versiegenden Spur aus Blut zu Fuß. Einige Male verlierst du sie zwar, doch so leicht gibst du nicht auf. Systematisch suchst du Straße für Straße ab. Und nach einer Weile wirst du wieder fündig. Ob euer Täter wohl mit Bedacht hier vorbeikam? Denn dieses berüchtigte Viertel hat schon bessere Zeiten gesehen. Heute ist es vor allem durch seine Konflikte bekannt. Eingeworfene Straßenlaternen, regelmäßige Einbrüche. Hier wärst du nachts nur ungern ohne Waffe unterwegs. Ja, nicht ohne Grund nennt ihr die Ecke auf dem Revier Sodom und Gomorra. Hier solltest du auf einiges gefasst sein. Cool. Auf der einen Straßenseite befindet sich das Angies 921. Sie sind auf sich gestellt. Eine heruntergekommene Kneipe, der Niveau und schäbige Ästhetik durch das dort ein- und ausgehende Klientel wohl nur noch weiter gesenkt werden. Gegenüber liegt eines der wenigen Bürogebäude. Die Mieten sind niedrig und ebenso der Anspruch derer, die sich dort eingemietet haben. Hey. Dennoch hält es jemand für notwendig, einen Wachmann für die Abend- und Nachtstunden zu beschäftigen. Gelangweilt hat er sich vor der Tür des Komplexes postiert. 922. Etwas weiter die Straße hinunter findet sich eines der Police Departments von Gloom City. 923. Die offenbar dennoch nicht ausreichen, um das hiesige Verbrechen unter Kontrolle zu kriegen. Ein Stück vor der Wache zweigt eine schmale Seitengasse ab. 924. Wohin die führt? Könntest du aber gerade nicht genau sagen. Okay, also ich kann mir jetzt aber noch was da anschauen. Ja. Ne? Du schreibst ja mit, ne? Mhm. Okay, sehr gut. Weil bevor ich jetzt irgendwo reingehe oder so, würde ich mich, glaube ich, mal mit diesem Polizisten unterhalten. Bei der 922. Den Wachmann, meinst du? Genau. Ja. Okay. Naben, Mister. Nickst du dem Wachmann zu. Baus. John Baus. Und Sie? Was führt Sie in diese Gegend?
GCPD, laufende Ermittlungen. Haben Sie in den letzten Stunden etwas Verdächtiges gesehen? Hast du? Tut mir leid, meine Schicht hat erst vor wenigen Minuten angefangen. Was dagegen, wenn ich mich in dem Bürogebäude mal umsehe? Er richtet sich auf und strafft seine Uniform. Können Sie sich denn ausweisen? Ja, klar. Wusstest du es doch, dass die Marke noch nützlich sein würde, als du sie dir, nach deinem Rauswurf, wieder aus dem Büro des Chiefs geborgt hast. Oh, klar, hier. Scheint in Ordnung. Na, dann machen Sie mal. Allerdings sind die Büros verschlossen. Vielleicht kann Ihnen ja Mr. Harper helfen. Harper? Aber Sie suchen? Seine Detektei ist ebenfalls in dem Gebäude. Ja. Um diese Zeit ist er allerdings meist mit seinen Kumpels in der Kneipe gegenüber. Angies. Nehmt Ortskarte J und legt sie verdeckt oberhalb von Ortskarte R an, falls sie nicht bereits dort ausliegt. Was? Ab jetzt könnt ihr jederzeit zu Ortskarte J. Glaube ich, oder? Tut ihr dies erstmals, lest Eintrag J. Können jederzeit. Ja. Nee. J und legt sie verdeckt oberhalb von Ortskarte R an. Ab jetzt könnt ihr jederzeit zu J. Also legt sie verdeckt hin und dann deckt sie auf. Hä? Okay. Aber, ja, gut. Oder steht dort der Hänger und sagt, ab jetzt könnt ihr jederzeit. Ab jetzt könnt ihr jederzeit J. Tut ihr dies erstmals? Lest Eintrag J. Ah, die haben wir doch schon. Ja, ja, wir können dahin. Mhm. Okay, ja, dann. Komm ich hinterher, Leute. Ja, dann würde ich sagen, ihr macht jetzt erstmal Haar fertig. Oder? Du machst jetzt erstmal 801, ne? Ja, ich würde 801 gerne noch sehen wollen. Bitte? Untersucht ihr diesen Ort zum ersten Mal? Falls ja, lest Eintrag 841. Müssen wir nochmal hin? Lest Eintrag 141. Oh, nee, merkt ihr? Er sagt andernfalls, wenn ihr das erste Mal, wenn ihr das zweite Mal untersucht, wir müssen uns das merken. Okay, dann müssen wir nochmal. 801, mach mal ein Sternle dran. Vielleicht müssen wir nochmal hin. Lest Eintrag 841 und go. Entschuldigen Sie? Du trittst an das Ausgabefenster heran und schaust ins Gesicht deines älteren Herrn. Ja. Er hantiert gelangweilt an der Kasse herum und verschiebt zwei, drei seiner Waren auf dem Tresen. Können Sie mir sagen, wann der Mustang da gecrashed ist? Er schüttelt abwesend den Kopf, zählt ein paar Scheine. Mit seinem unkooperativen Verhalten beginnt er dir auf die Nerven zu gehen. Hören Sie mir überhaupt zu! Er hebt das Kinn ein wenig und murmelt ein leises: Ja, ja, natürlich, natürlich. Haben Sie jemanden flüchten sehen? Keine Antwort. Dann aber legt er die Banknoten zurück in die Kassenlade und schaut dich aus verschlagenen Schweinchenaugen heraus an. Dunkle Kreise zeichnen sich unter ihnen ab. Wollen Sie was kaufen? Schweinchen auch. Hören Sie mal, blasst ihn an. Es ist wichtig. Ich muss wissen, wer diesen Wagen in die verdammte Wand genagelt hat. Wann das war und wo der Fahrer hin ist. Und ich nehme Snickers. Und die Sozialversicherungsnummer. Fast beinahe, schaut er seine Waren an. Dann wieder dich. Auffordernd. Die knollige Nase ist gerötet. Und als er zu einem Schluck aus einem Flachmann ansetzt, weißt du auch wovon. Informationen sind Ware. Und Ware kostet. Auf einmal so Hamburg. Greifst du in deine Jackentasche und kramst nach Geld. Oh, du hast Geld. Liest Eintrag 141. Also ich mache jetzt mal 141. Ich glaube, es geht auch so, ja. Oder? Er hat jetzt nicht gesagt, Karte. So. Mein kleines Geld also, bleibt bei mir. Also, was das sein? Ja, stimmt. Meint der Mann mit einem breiten, schmutzigen Grinsen und schaut dich abschätzend an. Wenn du nicht genug Kohle hast, nehme ich auch Naturalien. Oh. Ach so, Gott. Gerade Arzneimittel sind bei den hiesigen Junkies hoch. Ach so, ja, das meint ihr natürlich. Um Batterien für deine Taschenlampe zu kaufen, lege eine Karte mit Kleingeld zurück in die Schachtel und nimm zwei Batterieplättchen. Oh. Um ein Fläschchen Brandwein zu kaufen, lege zwei Karten mit Kleingeld zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 34. Möchtest du Batterien oder Brandwein? Um eine Tüte Chips zu kaufen, lege zwei Karten mit Kleingeld zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 35. Also. Um die Tageszeitung zu kaufen, lege eine Karte mit Kleingeld zurück in die Schachtel und nimm Abenteuerkarte 36. Geil. Du darfst so viele Gegenstände kaufen, wie du dir leisten kannst. Ja, okay, wenn du was magst, ich mir denn leisten? Kannst du auch als Ersatz für jeweils eine Karte mit Kleingeld die Abenteuerkarten 10 oder 19 zurück in die Schachtel legen. Stopp. Hä, was? Wenn, also, du darfst so viele Gegenstände kaufen, wie du dir leisten kannst. Wie viel Kleingeld haben wir? Zweimal, ne? Einmal Kleingeld. Und das ist dein Kleingeld, also haben wir zweimal Kleingeld. Mhm. Wenn du magst, kannst du auch als Ersatz für jeweils eine Karte mit Kleingeld die Abenteuerkarte 10. Wer hat die? Nein. Andreas? 10? Nee. Oder 19? Ja. Was ist das? Wasserstoffperoxid. Oh. Zurück in die Schachtel legen. Also damit können wir auch was kaufen. Mit Wasserstoffperoxid. So. Als Tauschgeschäft. Mhm. Ist ja quasi ein Medikament. Ist allerdings auch Wundreinigung, ne? Sprecht den Kioskbesitzer jederzeit erneut an, falls ihr später noch etwas kaufen möchtet. Können immer wieder kommen. Und ich habe eine ganz klare Präferenz.
Du möchtest Branntwein? Ja, genau. Ja, was war noch? Batterien, Branntwein. Chips. Ich glaube, Branntwein, das Spiel will uns glauben lassen, dass das eine dumme Idee sei, einen Branntwein zu kaufen. Aber ich meine, dass ich damit später irgendjemanden bestechen oder abfüllen kann. Ja. Ja. Wir haben ansonsten noch Chips und Tageszeitung. Ah, stimmt ja auch. Nee, ich habe hier schon eine Zeitungsartikel. Ja. Ich habe genug zu lesen. Und die Batterien konnte man kaufen. Ne? Ja. Ich glaube, die werde ich nämlich später kaufen, weil ich habe ja noch die Taschen ja. Und ja. Batterien. Und geben Sie mir einen von Ihrem besten Branntwein. Okay, ja. Dann nehme ich dein Kleingeld. Nee. Ladung? Ja. Nee, ne? Das Kleingeld nehme ich und packe das weg. Wieso? Kauft das kauft jetzt, ja, Lars kauft jetzt Branntwein. Für zwei Kleingeld? Für eins. Für ein Kleingeld. So. Zwei Karten mit der Kleingeld. Oh, um ein Fläschchen Branntwein zu kaufen, legt zwei Karten mit Kleingeld zurück. Was kostet? Ich habe hier nur eins. Soll ich dir meins überweisen? Nee, nein. Willst nein. du nicht? Was gibt's? Was, nee, was kostet eins? Wir haben noch keinen Auftrag für die Gegenstände. Na gut, dann halte ich. Ich hätte gerne was gesoffen. Ich hätte auch gern was gesoffen. Naja, gut. Ich habe hier sonst noch Feuerzeugbenzin. Dass sie trinken könnten. Oh, okay, gib mir einen Schluck. Und Wasserstoffperoxid. Hier steht auch, habt ihr zum ersten Mal etwas hier am Kiosk erworben? Falls ja, liest Eintrag 851. Vielleicht sollten wir auch was kaufen. Ja. Also wir sind doch Konsum. Du könntest wirklich hier einen ganzen Terrorismusakt planen. Ich habe nichts außer meine Verletzung. Wirklich, ja. Gar nichts. Ich frag mich gerade, diese Wasserstoffperoxid. Auf dem Etikett liest du zur Desinfektion und Wundreinigung. Ja. Haben wir das benutzt? Jagdgift? Na, nee. Nee, wir können das haben. Ich glaube, das war nochmal extra, oder? Ich meine auch. Ich frage, also ich kann das ja gar nicht kombinieren mit einem Schaden. Stimmt, das Schlangengift haben wir doch kombiniert mit einem Gegenstand. Wir haben das mit allem das kombiniert, Serum. Um dich zu retten. Schlangenserum. Also das heißt, ich werde doch Wasserstoffperoxid gar nicht auf einen Schaden anwenden können. Warum nicht? Das, ich glaube, weil das nicht geht, weil ich es ja nicht kombinieren kann. Ich kann ja 19 nicht mit der Charakterkarte und dem Schaden kombinieren. Vielleicht bei irgendeinem Opfer oder so später. Richtig, ja. Man kann das auch nicht mit Charakteren kombinieren. Das war zumindest beim letzten Abend. Stimmt. Das heißt, wir wenn ihr schon verletzt habt, kann ich damit eh nichts machen. Aber wir sind jetzt mit am NPCs, Junkie. Also wenn jetzt eine Geisel oder so verletzt ist, könnten wir das mit der. Naja, ich sage, wir sind jetzt einmal im Junkie-Kiosk, der Wasserstoffperoxid annehmen würde, dann lass doch machen. Zählt das als ein Kleingeld? Ja, ja. Ja. Okay. Ja, ich habe keinen Wasserstoffperoxid. Ich muss. Frag doch deinen Kollegen. Ja, gut. Was brauchen Sie? Ich habe noch eine Flasche Wasserstoffperoxid. Das wird Zeit, das Brandbein rein. Detective, Detective. Ist doch so gut wie Kleingeld, wo ich herkomme. Detective, ich frage das wirklich ungern, aber haben Sie noch eine Flasche Wasserstoffperoxid? Ja. Es ist nicht für mich, ich verspreche es Ihnen. Es ist für diesen jungen Mann. Okay. Geben Sie. Nein, nur lassen Sie es. Einen kleinen Schluck hat er. Lassen Sie es bitte. Bitte. Okay. Kleingeld? Wo ist das? Da? Wieso? Das musst du auch abgeben. Jetzt reicht's mir. Das ist teuer. Kostet zwei. Ihr gebt Kleingeld und Wasserstoffperoxid dem Inflation in Gloom City. Typen und bekommt dafür Branntwein. Nice. Möchte das jemand mal vorlesen? Ja. Heilt die Effekte der Abenteuerkarten 16 oder 56? Was? Die haben wir schon in der Dings, glaube ich. Das funktioniert nur im Spiel, nicht im echten Leben. Eigentlich klar, oder steht da unten noch? Achtung! Bist du Rachel? Nee. Konsumierst du den Branntwein sofort? Was? Auch wenn er keinen Effekt auf dich hat. Na dann, gut, dass du den ich. Gut, dass ich den nicht gekauft habe. Rachel, was ist mit Ihnen los? Ich habe Probleme. Sie haben eine dunkle Vergangenheit. Ja. Jetzt haben wir zwei Sachen geopfert für. Wasserstoffperoxid hätte man nicht noch mal anderweitig da irgendwie einsetzen können. Ja, vielleicht. Hör auf. Wir haben jetzt was gekauft und lesen uns aber den nächsten. Aber gilt wirklich, ein Branntwein gilt nur als ein Kleingeld, ja? Zwei Kleingeld. Ein Branntwein kostet zwei Geld. Nein, ein Wasserstoffperoxid meine ich. Das gilt, das ist äquivalent zu einem Kleingeld. Steht hier. Für mich nicht ganz logisch. Wenn du magst, kannst du auch als Ersatz für jeweils eine Karte mit Kleingeld, die Abenteuerkarte 10 oder 19, zurück in die Schachtel legen. Das ist ein Kleingeld. Ja. Ja, okay. Ja. Gut, dann haben wir jetzt was gekauft und hören uns 851 an und dann wird der Seemann sich aber bedanken, ne? Der Mann überreicht dir deine Waren und zählt penibel ein zweites und drittes Mal das Geld nach, ehe es in die Kassenlade steckt. Was wollten Sie doch gleich wissen? Fragt er dann und sein Gesicht zeichnet wieder das gleiche Desinteresse wie vor dem Einkauf. Ford Mustang, schwarz, neuwertig, bis zum Crash direkt vor Ihren Augen.
Er lässt den Blick an dir vorbei auf die Straße schweifen, zuckt schließlich mit den Schultern und meint, nee, hab Zeitung gelesen. Wir fahren ständig Autos lang. Auch Unfälle sind in der Gegend nicht selten. Kann sein, kann auch nicht sein, dass jemand aus dem Wagen getürmt ist. Vielleicht folgen sie einfach der Blutspur da drüben. Och, ach, Zähne knirschend und mit steigendem Blutdruck wendest du dich von ihm ab. Dummes. Was für ein gieriger Mistkerl. Schweinchen. Beruhig dich, bring deinen Blutdruck wieder unter Kontrolle. Okay, gut. Sollen wir die Tageszeitung kaufen? Nee, wir kaufen jetzt erstmal nichts. Ich hab Bock zu shoppen, sag ich. Ich will das alles haben. Okay. Ich möchte wissen, was da passiert. Okay. Ja. Dann sind wir da durch. Mit Haar, ne? Nee, ich hab nix. Ich hab nix. Ich kann nix ausgeben. Stimmt, du kannst. Ja. Haar sind wir durch. Okay. Haar sind wir durch. Wir gehen zu R. Aber wir könnten mal so ein Plättchen auf den Kiosk packen. So ein Fragezeichen. Ja, so, finde ich gut, dass wir da zurückkommen. Das sah noch was offen. Ja. Das war die 801, ne? Ja. Yeah. Let's go. Zeitungsartikel. Haben wir, ja, das haben wir schon probiert, unsere Zeitungsartikel zu kombinieren, ja? Wahrscheinlich fehlt da der dritte noch. Meine schon. Deswegen, der da beim Kiosk liegt. Ah, ja, das kann gut sein, ja. Ich würde jetzt mal rübergehen in den Raum, also in R, in die Gasse und die hinterher. Und da würde ich mal gehen zu 921. Ich gehe in die Angie's Bar. Ich suche den Privatdetektiv, der da häufig mit seinen Freunden rumhängt, der wahrscheinlich jetzt nicht da sein wird, weil der einen Autounfall hatte. Erstmal rein. Bis auf dieses ganz besonders heruntergekommene Exemplar in der zwielichtigen Spelunke haben alle Läden bereits vor einigen Stunden ihre Türen geschlossen. Schön. Wer dir um diese Stunde noch begegnet, wirkt nicht viel vertrauenserweckender auf dich als die Gestalten am Bahnhof. Doch durch orientierungsloses Herumirren kommst du dem Täter auch nicht näher. Also was soll's? Nachdem du offensichtlich weder nach Bulle noch nach Beute aussiehst, kommst du unbehelligt zur Tür, die sich quietschend öffnet. Nehmt Ortskarte I und legt sie unterhalb von Ortskarte R an. Stelle dann deine Spielfigur auf Ortskarte I. Lest Eintrag I. Wir sind komplett verstreut, Leute. Hm. Oh, vielleicht müssen wir das nochmal ganz... Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Das bringt ein bisschen Spannung rein. Mhm. Ja, ich würde einmal zu R gehen. Ja, R. Du hast schon die 22. Also machst du Wir haben die 21 und die 22. Stimmt. Dann mache ich die 23. Habt ihr Abenteuerkarte 84? Ne? Falls ja, lest Eintrag 575. 84? Andernfalls lest Eintrag 475. Keine Polizei. Da war der Täter ziemlich deutlich in seinen Anweisungen. Du wolltest gerade zum Polizeipräsidium gehen. Ja, hallo. Simon. Da ist doch niemand, das weiß ich. Die Jungs sind längst zu Hause. Also bitte. Gut. Ja, aber heißt das, dass wir da später nochmal hinkommen, wenn wir die 84 haben? Ja. Ja. Da würde ich das hier... Oder was? Ja. Ja. Okay. Die 84 ist bestimmt eine Sondererlaubnis vom Täter, dass wir doch die Zeit benutzen. Bist du bei J, ne? Ja, ich bin hier. Ja. Aber Lars, also Sergeant Markus, da müssen Sie gleich den R noch aufräumen, den letzten R. Ja, ja, ich kümmere mich drum. Gut. Gut. Dann lesen wir J. Genau, einmal J. Wir hören das so aus der Ferne, wie die Karte vorgelesen wird. Neugierig brichst du zu Mr. Harpers Detektei auf. Im Haus mit diversen Unternehmen darin brennt schon längst kaum noch Licht. Normalerweise würde es selbst hier in der heruntergekommenen High Street Aufmerksamkeit erregen, wenn sich Fremde zu dieser Zeit vor den Büros oder gar darin herumtreiben. Zum Glück hielt dich der Wächter nicht auf. Das macht es erheblich einfacher. Doch, auch wenn derzeit offensichtlich niemand vor Ort ist, hast du ein mulmiges Gefühl, als du im ersten Stock des Gebäudekomplexes ankommst, dich nach der richtigen Tür umschaust und endlich ein Schild findest, das Harpers Detektei ausweist. Außer zwei Feigenkakteen zu jeder Seite des Türrahmens, 161, und einer abgetretenen Fußmatte, 162, ist dieser Abschnitt des Flurs recht kahl. Du vermutest, dass die zwei Landschaftsfotografien links und rechts der Tür, 163, und die Vitrine mit dem Modell einer Parkanlage gegenüber der Tür, 164, eher zum Architektenbüro auf demselben Stock gehören. Dem Schlüsselloch zufolge braucht es dafür einen gewöhnlichen Zimmerschlüssel. Ohne viel Schnickschnack. 165. Haben wir einen Schlüssel? Mm-mm.
Ich habe Büroklammern, den könnte ich halt irgendwas versuchen, aber ich glaube, ich würde erstmal mir die Sachen angucken und fange direkt, ich fange von vorne an mit der 161. Let's go. Die beiden Pflanzen tragen kleine, dunkelgrüne Früchte. Du pflückst eine und drückst vorsichtig auf die stachelige Schale. Sie gibt kaum nach. Nimm Abenteuerkarte 44. Ich ganz kurz hier hin. Ja. Abenteuerkarte 44 ist Kaktusfeige. Ein Kaktusfeige. Hier, lies mal, was da noch steht. Ja. Da ist ein Ausrufezeichen dran, rotes. So ein Happen für zwischendurch ist furchtbar verlockend. Möchtest du die Frucht essen? Oh. Falls ja, viermal die Eins. Achtung, bist du Markus, isst du die Frucht sofort. Viermal die Eins. Ich gehe sofort den Notruf, ey. Also ich kann die aber essen, wann ich möchte, oder? Also ich muss die nicht sofort essen, falls ich sie essen möchte. Du musst die nicht sofort essen. Ich habe nämlich eine Vorahnung, was passieren könnte, wenn du jetzt in so eine weirde Frucht beißt. Aber ja, deswegen... Mescalin einen Begriff. Ayahuasca? Richtig, das ist ein Stoff, der durchaus halluzinogen wirken kann und der häufig. Also, das finde ich sehr gut, aber vielleicht nicht jetzt. In verschiedenen Kakteen zu finden ist, ob das jetzt also, in dem Fall der Fall ist. Wenn ich schon keinen Branntwein mehr runterpfeffern kann, jetzt gerade. Ja. Dann eigentlich, aber ich bin ja nicht Markus und deswegen muss ich das nicht direkt machen und deswegen hebe ich mir die Heige schön auf. Lassen Sie das nicht Markus sehen. Aber ich habe ja auch noch das Kleingeld, das darf Markus auch nicht sehen. Du gibst Markus, du holst erstmal die Tüte Chips und verziehst dich und dann ziehst du dir die schöne Kaktusfeige rein. Ihr beide dürft nicht mehr zusammen sein. Du hast Brandfein. Das ist komplett gefährlich. Okay, alles klar. Gut. Nee. Kilometer. Ist das Kaktus? Kaktusfeige? Okay, dann bist du dran. Schon wieder? Ja. Schon wieder. Ja klar, dann bin ich bei der R. Ja. Die 924 abgrasen. Eine dunkle Gasse, die sich schnell weiter verzweigt und zu einem gefährlichen Labyrinth aus Schleichwegen und schäbigen Hinterhöfen wird. Bäh. Was? Das ging aber was war's? Nee. Doch. Gibt's hier was zu essen? Was stand da noch? Ist da nicht noch ein Satz mehr? Eine dunkle Gasse, die sich schnell weiter verzweigt und zu einem gefährlichen Labyrinth aus Schleichwegen und schäbigen Hinterhöfen. Vielleicht brauchen wir eine Taschenlampe, weil sie dunkel ist. Also nur so eine Idee. Stimmt. Das heißt, wir müssen da ein Fragezeichen hinlegen. Ja, dann. Mehr kann ich nicht tun, Leute. Ich habe alles gegeben. Du kannst eine Plüschgiraffe da reinwerfen, aber ansonsten war es das. Erst dann sie ewig an dem Plakat, jetzt gehen sie dahin, kommen sofort wieder zurück. Keine große Hilfe heute, ich weiß. 925. Nee. Ja? Doch, ja. Scheiße. Was hast du dir gerade angeguckt? Nee, hab ich, 924. 924. Entschuldigung. Da ist richtig. Was geht hier ab? Nix. Gut. So, ich bin in der Bar. Ja, das ist... Hab ich mir schon angehört, I? Nee. Nee. Mach ich mal, ja? Gesocks hält sich am liebsten unter Gesocks auf. Hey. Wenn der Täter also nicht selbst hier war, kennt hier vielleicht jemand ihn oder seinen Wagen. Im Innern des Angies riecht es nach Alkohol und Alpenschweiß. Das Mobiliar, der Boden, ja selbst die Kundschaft wirken auf gleich mehrere Arten dreckig. Eine junge Kellnerin mit übermüdetem Gesichtsausdruck lächelt euch beim Hereinkommen freundlich zu. 901. Macht sich jedoch direkt wieder an die Arbeit und serviert einer gut angeheiterten Gruppe älterer Herren ihr Bier. 902. Der betagteren Dame, 903, hinter dem Tresen, 904, geht das Geschwätz ihrer Kundschaft augenscheinlich zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. 905. Was diese nicht davon abhält, ungehemmt weiterzureden. Weiter hinten befindet sich eine Ecke für Kneipenspiele. Neben einem Billardtisch, 905, und einer Dartscheibe, 906, warten Würfel und Becher auf willige Spieler. Toll. Also es gibt viele Menschen, die hier befragt werden müssen, aber ich habe Bock auf ein kleines Spiel. Bisschen schocken? Ja. Es gibt Billardtisch, Dartscheibe und ein Würfel mit Becher. Na, die haben nix. Ich würde sagen, Dartscheibe 906 ist mein Ding. Ich hier, paar heiße Pfeile. Den hier mache ich. Im Minutentakt leuchten abwechselnd, beinahe hypnotisch, die Birnen über der Dartscheibe grün und rot auf. Richtig gut. Sechs Pfeile stecken bereits in der Scheibe. Drei weitere liegen auf einer kleinen Ablage an der Wand. Möchtest du einen Pfeil einstecken?
Falls ja, nimm Abenteuerkarte 43. Oh, warte mal. Ist das etwa deine erste Karte? Und dann werfe ich den sofort wahrscheinlich. Aber warum sollte man das nicht tun? Weil, ne? Gibt eine Option, habe ich nicht. Du kriegst gleich so aufs Maul wahrscheinlich. Von der. Dartpfeil. So cool. Auch Ausrufezeichen. Oh. Wichtig. Das heißt, dass da doch immer eine Aktion mit verbunden ist, ne? Ja? Vielleicht sind das die Sachen, mit denen wir Leute töten können. Und das sind die, die am Ende Strafpunkte geben, wenn wir sie noch haben. Aber ist es so ein qualitativ so? Mit so Plastik vorne dran oder ist es mit Metall? Das ich kann damit Plastik niemanden aus. Umbringen. Na, schade, das ist ein normaler Dartpfeil. Ich sammle die privat und ich könnte so einen einfach noch gebrauchen. Und jetzt habe ich den da gesehen und dachte, Mensch, du kommst erstmal mit. Aber ich heißt ja nicht, dass ich den gleich stehlen will. Nur weil ich bei anderen Tatorten eventuell Sachen mitgehen lassen habe, heißt es ja nicht, dass ich eine notorische Kleptomanin bin. Naja, es geht in die Richtung zumindest. Was? Nein. Sie wollten doch spielen, jetzt klauen sie einfach den anderen Leuten die Naja, ich dachte, Spielgeräte. Da stecken schon so viele Pfeile drin und der sieht wirklich so schön aus. Sie haben recht, da sind wirklich sehr viele Pfeile, habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. Ich mich kurz mit der Kennerin unterhalten. Ja, sehen ja immer viel. 902 müsste das sein. Vielleicht hat sie was gesehen. Ich könnte ihr meinen Feinhaarpinsel auch mal zeigen. Ist sie das überhaupt? 902. Glaube ich, oder? Nee, was war 902? Andreas, 901. 901 ist sie. Was stand denn bei 902? War gar nichts, oder was? Doch, 901. Okay, stopp, 901, du gehst zur Kellnerin. Oh, jetzt habe ich 902 schon durchgestrichen. Ist nicht schlimm, das entstreichen wir gleich. Also 901, Kellnerin. Ja. Ihr langer, blonder Pferdeschwanz zwickt mit jedem Schritt, als sie zu dir herüberkommt. Oh, blond? Das freundliche Lächeln steht im starken Kontrast zu den tiefen Augenringen. So laut in der Bar, ich verstehe kein Wort. Haltung. Kann ich Ihnen was bringen? Flötet sie, während sie ihre Schürze zurechtrückt. Flötet sie stellt das Tablett beiseite flötet. Und zieht Kugelschreiber flötet. Und Block hervor, um deine Bestellung aufzunehmen. Kennen Sie den Fahrzeughalter eines schwarzen Ford Mustangs? Platzt sie direkt heraus. Kurz denkt sie nach, schüttelt jedoch schließlich den Kopf. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Ich arbeite noch nicht lange hier. Vielleicht fragen Sie die Besitzerin, Angie? Sie kennt scheinbar jeden, der in diesem Loch lebt. Ernüchtert dankst du der jungen Dame, die schon davon eilt, um die nächste Bestellung aufzunehmen. Aha. Ja gut. Willst du vielleicht gleich zu Angie gehen? Du bist jetzt einmal da und Angie sitzt doch an der Bar. Das ist die alte Frau an der Bar, vermute ich. Klar, dann würde ich mit Angie noch sprechen. 904? Ich oder nee, das ist ja doch Theke, ne? 904. Nee, 904 ist die Theke, aber es gibt noch 903. 903. Die hagere ältere Dame hinterm Tresen müsste sich vierteilen, um all den Aufgaben gerecht zu werden, die sie zu erledigen versucht. Mit halbem Ohr lauscht sie den Schicksalen ihrer betrunkenen Kundschaft, poliert Gläser, schenkt Spirituosen nach und kommandiert begeistert die junge Kellnerin herum. Verzeihen Sie, versuchst ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ich suche den Fahrer eines schwarzen Ford Mustang. Sie würdigt dich zuerst keines Blicks, grunzt nur, kenn ich. Dann schaut sie doch auf und hält kurz inne. Polizei, wa? Euch erkenne ich doch, selbst inkognito. Also, schwarzer Ford Mustang, ein Flüchtiger. Vermutlich verletzt? Sie tut so, als ob sie nachdenken würde, bevor sie im ursprünglich patzigen Ton antwortet. Nee. Und wenn ich nicht weitermache, gibt's hier bald Verletzte. Also gehen Sie mal einem anderen auf den Zeiger. Sehr hilfreich, die Gute. Ja. Freundlich. Aus dem Weg! Stimmt. Vielleicht nicht. Erzählt sie was, wenn wir eine Kaktusfeige nehmen. Ja, das stimmt. Okay, nee. Was macht man mit der? In den was? Auge. In den Mund. Alter, Jesus. Wo geht das denn? Die wird schon anfangen zu zwitschern. Okay. Entschuldigung, da kommt der Geruch vom Brandbein. Ja, der kann ich macht verstehen. Schon. Kann ich verstehen. Ja, wir können doch einfach tauschen. Wirf. Wollen wir tauschen? Die scheiß Feige. Ja gut, ich bin ja noch da oben bei Harper Gedöns, bei der Detektei und ich gehe einfach weiter. Deswegen jetzt die 162, ich glaube, das war die Fußmatte, würde ich mir mal angucken. Hast du? Interessant. Habe ich abgestrichen, ja. Und go. Welcome on board steht auf der Kokosbastmatte. Oh. Rechts und links des Schriftzuges erkennst du zwei Anker, die wie der Rest schon ordentlich zertreten sind. Hätt ihr nicht für einen alten Seebären gehalten, denkst du? Nee. Wobei, die richtige Trinkermentalität für ein Leben auf See hat er vermutlich schon. Ja, ich auch. Judgy. Das war? Das war's.
Ja, das war ja langweilig. Willst du gleich noch was haben? Komm, hol dir einfach noch was aussuchen. Ja, dann gehe ich halt direkt so weiter, 163, ne? Na klar. Wer hätte gedacht, dass die Fußmatte so langweilig ist? Ich hatte jetzt gleich einen Schlüssel da drunter oder so, wer weiß. Ja, was bist du doch da? DNA. Alter, das ist doch nicht einfach nur eine Fußmatte, oder? Doch, ein Seebär. Der Typ, ist offenbar ein Seebär. Das schreibe ich mir jetzt auf, weil das habe ich jetzt gelernt daraus. Da ist ein Anker drauf. Was ist ein Seebär? Ja, der ist voll vernarrt in die See. Seine einzige Liebe. So. Zack. Ne? Go. Die beiden Bilder haben es dir angetan. Oh. Auf beiden Schwarz-Weiß-Aufnahmen erkennt man das Viertel, in dem sich dieses Büro befindet. Ja, doch nicht schön. Aufgenommen zu einer Zeit, zu der Gloom City noch in voller Blüte doch stand. Schön. Die Gebäude wirken gepflegt und neuwertig. Die Landschaft zeichnet das malerische Bild einer heilen Welt. Das war noch selbst nachts haben die Fußgänger in den Gassen nicht viel mit den Gestalten gemein, die heute durch die Straßen schleichen. Die Fotos scheinen zudem Teil einer Serie zu sein. Mhm. Weisen sie doch jeweils in einer Ecke ein kleines Kürzel auf. C3 und K11. Und K11? Beiläufig streichst du über den Rahmen des rechten Bilds und merkst, dass dieser auffällig weit von der Wand absteht. Dein Gespür lässt dich die Einfassung vom Nagel heben und dahinter kommt ein kleiner Tresor zum Vorschein. Oi, doi. Darauf erkennst du das Kürzel LH. Damit ist klar, wem er gehört. Wem? Was er wohl darin verbirgt? Dem Larry. Der Safe ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Er umfasst 4 Zahlen und steht derzeit bei 0, 1, 1, 1. Die 0 scheint hierbei zu klemmen, sodass nur die letzten 3 Ziffern einstellbar sind. Hm. Ja, möchtest du versuchen, die Kombination zu knacken? Falls ja, lest Eintrag 0XYZ, wobei XYZ der fehlenden Zahlkombination entspricht. Ich glaube nicht, weil ich habe noch keinen Hinweis. Wobei die Bilder könnten Hinweise sein, weil die Bilder gehören zu einer Reihe. Man hat gerade gesagt C3 und K11. Ja. Aber sind das nur die beiden Bilder? Kommen da noch mehr Bilder? Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt. Ich bin C3. Was ist das C3? Du bist die Lösung. Safe. Oh mein Gott, ich habe hinten ein Tattoo mit dem Safe. Ich habe hier ein Safe. Wir haben erstmal noch nichts. Wahrscheinlich müssen wir erst den Raum untersuchen. Bist du April? Isst du den Schlüssel sofort? Okay. Gut, dann, weiter. Okay, merken wir uns. Aber ich meine, Eintrag, ich lese nur ganz kurz. 0XYZ, das sind die 3 Zahlen. Hm. Okay. Gut, also ich hatte ja eine gute Zeit da in der Gasse, das muss ich schon sagen. Kommst du mit uns in die Bar oder gehst du hoch mit zu April in das Bürogebäude? Da ist halt nicht mehr viel übrig, ne? Stimmt, komm erstmal mit zu uns in die Bar. Die will uns gar nicht haben. Ich will nicht, dass ich komme, gut. Doch, gerne. Alte Männer sind vorbei. Aber lass mir mein Kleingeld, bitte. Nein, ich hab schon genug Anzeigen. Ihr dürft nicht so nah zueinander. Eben. Stimmt. Sie hat Dinge, die ich will. Unbedingt will. Wenn ich den Brandwein nur rieche. Oh, und sie hat noch den Feigenkaktus. Yes. So, dann gehe ich in die Bar und knöpfe mir tatsächlich die 904 bitte mal vor. Zwischen all den Getränkepfützen, Snackkrümeln und Bierdeckeln entdeckst du etwas Schimmerndes. An einem leeren Platz hat wohl jemand seine American Express-Karte vergessen. Ach, du versuchst die Bardame auf dich aufmerksam zu machen, doch sie ist viel zu sehr damit beschäftigt, dich zu ignorieren. Cool. Nun gut, dann gibst du sie eben irgendwann bei dir auf der Wache ab. Nimm Abenteuerkarte 41. Leute, shoppen! 401. Oh, wie cool! Gilt die als Kleingeld im Shop? Das ist Großgeld. Hm, eigentlich schon. Du hast eine Credit Card. Ist da irgendwas drauf? Von wem? Knoxville, Tennessee? Vor allem, da wurde gesagt, du gibst sie bei dir im Präsidium ab. Du bist da suspendiert. Louis. Du musst die nicht mehr abgeben. Na gut. Erstmal haben, ne? Haben oder nicht haben. Haben wir noch was offen bei I? Ja, Glücksspiel. Die alten, die Männer, die biertrinkenden Männer. Die 5 oder die 2? Ja, dann gucke ich mir die... Nee, ich mach erst. Ach so, sorry. Ich mach die, wie heißt das, 502? Nee, die 5 oder die, also die 905 oder die 902. Ich mach mal 902. Liegt neben 902 ein Häkchen? Falls ja, lest Eintrag 248. Nee. Andernfalls lest Eintrag 348. Nee.
Ich meinte jetzt nicht, damit wir das so lösen. Nur damit wir es uns merken. Ich wollte jetzt nicht sagen, hör auf. Sensibilisiert dafür inzwischen. Ich wollte nicht cheaten. Ich wollte aber mache ich hier wieder ein Sternchen hin oder was, dass wir da später noch was... Ja. Mhm. Bist du Rachel oder Simon? Ja, nein. Falls ja, lest Eintrag 451. Oh. Oder bist du April oder ja, Marcus? Ja, ich bin April. Falls ja, lest Eintrag 551. Einer der Männer kommt dir bekannt vor. Aha. Du greifst deinen Stuhl, schleifst ihn zum Tisch des Trios und lässt dich bedächtig auf dem neu geschaffenen Platz neben einem älteren Herrn mit graumeliertem Haar und schwarzem Stetson nieder. Moin. Verschwinde! Lallt er. Was? Und seine Kumpels still die Lage beobachten. Ich bin's. Larry Harper, welche Überraschung, dich in so einer Kaschemme vorzufinden. Wobei, so sehr überrascht es mich dann doch wieder nicht. Sag das. Ich sagte, verschwinde! Das Bierglas in seiner Hand kracht auf den Tisch. Du kennst Larry? Doch du lässt dich nicht beirren. Behandelt man so etwa alte Bekannte? Hallo? Du versuchst nicht mal, ein diebisches Grinsen zu unterdrücken. Seit er einmal seine Nase zu tief in deine Angelegenheiten gesteckt hat und du ihm daraufhin die Lizenz hast entziehen lassen, ist der Ex-Detective Harper nicht mehr gut auf dich zu sprechen. Entschuldigung. Hör zu, wendest du dich nun ernst an ihn. Wir benötigen Informationen und du kannst uns vielleicht helfen. Ein hämisches Lachen entfährt ihm. Sein vom Alkohol benebeltes Hirn sieht sich am längeren Hebel. Wieso sollte ich das tun? Zum Glück weißt du, wie du ihm die Kooperation schmackhaft machen kannst. Larry. Angenommen, ich könnte dir deine Lizenz wieder beschaffen, wenn du uns einen Ausflug in dein Büro ermöglichst. Na? Nicht jetzt. Ungläubig schaut Larry Harper zu dir auf, blinzelt einige Male, versenkt seine Hand jedoch bereits in der Hosentasche. Du verarschst mich doch nicht, oder? Ich halte mein Wort, das weißt du. Sein betrunkener Verstand arbeitet, soweit es ihm möglich ist. Schließlich lehnt er sich viel zu nah an dein Ohr. Komm her. Pass mir gut das Scheißding auf und leg ihn mir am Ende wieder in den Pflanzkübel. Klar. Damit fischt er einen Schlüsselbund aus seiner Hosentasche, friemelt einen der Schlüssel ab und überreicht ihn dir. Danke. Legt ein Häkchen auf 902. Ja. Nimm Abenteuerkarte 39. Nehmt Ortskarte J und legt sie verdeckt oberhalb von Ortskarte R an, falls sie nicht bereits dort ausliegt. Ab jetzt könnt ihr jederzeit zur Ortskarte J. Tut ihr dies erstmals, lest Eintrag J. Yes. Also, ich hab den Schlüssel zur Delektei durch einen schmierigen Deal erhalten, Jochai. Und was sich in Larry Harpers Büro findet, das finden wir raus nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Willkommen zurück bei unserem Adventure-Abend. Wir haben wie immer Drake gehört in der Werbung. Das ist so unser Ritual. Gut, okay. Machen wir weiter, ihr Lieben. Also, wir haben den Schlüssel zum Büro von Larry Harper. Aber lass mich noch mal einmal den letzten in 900 angucken. Ich glaube, 901 fehlt noch. Nee, 905. 905 fehlt noch. An vielen Stellen ist der grüne Stoff, der das Spielfeld überspannt, bereits stark abgerieben. Bei genauer Betrachtung erkennst du sogar, dass der Tisch eine ordentliche Schlagseite hat. Kös fehlen ebenfalls. Der einzige Hinweis darauf, dass dieser Tisch tatsächlich mal bespielt wurde und keine reine Deko ist, ist die abgewetzte Billardkreide auf dem Bandenspiegel. Jetzt kriegt er noch eine Karte. Und irgendjemand hat hier zwei Büroklammern liegen lassen. Noch mehr. Ja. Könnte beides noch nützlich sein. Na klar. Hier wird es vermutlich ohnehin nicht vermisst. Nimm die Abenteuerkarten 01 und 42. Das gibt's nicht. Alter. 01? Ein Koffer langsam. Hat jemand 01? 01 und 42. Ich hab 01, Büroklammern, ja. Wieso kriegst du die jetzt da? Ich hab, keine Ahnung, ich hab die von Anfang an. Ich weiß. Klaut die. Aber wieso sind die da ausgegeben schon? Also ich könnte hier diese Billardkreide gebe ich dir gerne. Ich muss sagen, ich war zwischendurch Billard spielen. Tut mir leid, ich habe einen kurzen Umweg gemacht. Okay, das verstehe ich nicht, weil entweder wenn du schon Büroklammern hattest und die hättest abgeben müssen, wären die hier drinne und wären für immer weg. Ja, ja. Aber die wurden ja schon ausgeteilt und müssten jetzt übergeben werden? Nö. Das ist ein Spielfehler, ganz klar. Ja, ein Bug. Spielfehler. Und damit beenden wir diese Aufzeichnung. Ja, okay, na gut. Ja gut.
Sorry, dass du nur eine Karte bekommst. Ich hätte schwören können, ich habe da eben Büroklammer. Das kann ja nicht sein. Ich bilde mir das ein. Ich habe wieder diesen Büroklammer-Tick. Ja. Ja, gut. Sollen wir nochmal kurz zum Fragezeichen zurückkehren oder ist uns das zum Häkchen zurückkehren oder ist uns das egal? Das könnt ihr ja gleich noch machen. Du bist ja weil erst ich oben. Bin ja eh irgendwo anders unterwegs. Also, Esther, du könntest natürlich zu dem. Also, ich denke mal, 165. Nee, ich habe keine Batterien. Und die Batterien kosten doch zwei Kleingeld, oder? Oder haben die ein Kleingeld gekostet? Nee, zwei. Zwei. Das müssen wir dann nochmal fragen. Ich glaube eins, aber das können wir dann nochmal fragen. Okay, ja, aber. Also ich glaube, diese 165 war ja die Tür, für die Johanna, also April, die Schlüssel hat. Und deswegen gucke ich mir jetzt die 164 nochmal an, dann ist das auch durch, bis du da bist. 164 oder 65? 164, ja. Der Glaskasten ist mit einem kleinen Schloss gesichert. Auch noch. Willst du zum Glaskasten? Das ist jetzt nicht die Tür, du willst zum Glaskasten. Genau, nee, die Tür, okay. Dafür hast du ja eh den Schlüssel. Aber der Glaskasten hat, wie es aussieht, auch einen Schlüssel. Also ist eigentlich der Park alles egal. Stimmt. Dann. Ja, lass mal hören. Ja, oder? Lass mal hören. Unter ist erstaunlich realitätsnah gestaltet. Es handelt sich wohl um die Grünfläche hinter diesem Gebäude. Bei genauerem Hinsehen entdeckst du eine kleine Figur auf einer Parkbank vor einem kleinen Teich. Sie trägt einen dunklen Stetson, hat ergrautes Haar und eine etwas beleibtere Figur. Stetson? Der Mann sitzt unter mehreren aus Messingdraht gedrehten Bäumen und füttert eine Entenfamilie. Oh. Auf dem Schildchen daneben steht Architekturbüro Barton & Fowler. Dankt Mr. Harper für seine Dienste im Auftrag unseres Unternehmens. Was stand da? Mr. Harper, der Detektiv, hat offenbar für dieses Architekturbüro, was direkt mit ihm auf dem Gang ist, einen Fall gelöst oder irgendwas rausgefunden und das Architekturbüro dankt ihm mit dieser cute. Dieser kleinen Animation von ihm wahrscheinlich, wie Harper im Teich Enten füttert. Mr. Harper, wir können auf Sie bauen. Was ist ein Stetson? Der Mann trägt Hut? Sind diese Hüte, aber die auch unser Detective trägt. Sollten wir an die 164 vielleicht auch noch ein Fragezeichen machen, weil das Ding hat ja auch ein Schloss und das können wir bestimmt irgendwann aufmachen. Ist das die Tür von dem Büro? No. Ja. Was jetzt, die 164 hat noch ein Schloss, oder was? Ja. Genau, die hat noch ein Schloss. Sind Sie durch, Lieutenant? Ich kann da oben nichts mehr machen, weil dafür bräuchte ich den Schlüssel von Johanna. Warst du schon an der Tür? Nee, aber ich kann sie mir auch noch mal vorher angucken. Guck sie dir mal an. Ja. Guck sie dir mal an. 165 ist das. Die honigfarbene Holztür trägt abermals Detective Harpers Namen. Dahinter befinden sich hoffentlich die Informationen, die euch helfen können, diesen Fall zu lösen. Endlich den Mistkerl zu finden, der es schafft, dass ihr euch wie Beute fühlt, obwohl ihr diejenigen seid, die ihn jagen. Stimmt. Ein einfaches Schloss versperrt euch jedoch den Weg. Ja, gut. Ja, was sollen wir da machen? Habe ich ja, mir jetzt also genau angeschaut und ich glaube, es ist nur mit einem Schlüssel aufzuschließen. Mit einem einfachen Schlüssel? Ja. Dann gehen wir mal alle zum Sergeant, zum Lieutenant. Sollen wir vielleicht noch da unten dieses eine abarbeiten, wo wir bei I hatten wir doch noch dieses, liegt da ein Häkchen oder nicht? Ja, das war die 902. Wollen wir das nochmal kurz an uns anhören? Mhm. Weil jetzt sind wir eh einmal da unten. Schauen wir mal vorbei, ja, bei der 902. Liegt neben 902 ein Häkchen? Falls ja, lest Eintrag 248. Die drei Herren sind bereits ziemlich angeheitert und fordern lautstark Nachschub. Die Bedienung schüttelt jedoch missbilligend den Kopf und dreht auf dem Absatz um. Auch die folgenden wütenden Proteste bleiben ohne Ergebnis. Habt ihr das gesehen, Jungs? Jetzt sitzen wir auf dem Trockenen. Brand rein. Hätte ich ja was für euch, Junge. Aber das ist wahrscheinlich eine Abwägung, ob wir den behalten wollen und dann irgendwie diesen Effekt von 16 oder 56 irgendwann verhindern wollen. Oder ob ich diese Leute da jetzt dazu animieren sollte, noch mehr Alkohol zu trinken. Nee, das sind die Leute. Wir beide waren ja da. Die kannten uns, deswegen haben sie uns geantwortet und Larry Lobster Detektiv hat uns den Schlüssel gegeben. Ja. Wenn ihr beide gekommen wärt, hätten die euch wahrscheinlich nichts gesagt. Und dann hättet ihr den Branntwein vielleicht mit Abföhner, hätten sie euch vielleicht was gesagt. Außer ich, weil ich hätte ihn vorher gesoffen. Stimmt. Sind das die Stränge gerade, die dahinter liegen könnten? Ja. Also geben wir einfach weg. Wir haben den Schlüssel von denen, was haben die uns noch sagen? Würde ich auch sagen. Okay. Die haben uns echt viel gekostet. Ich mach mir schon auch mal einen kleinen ein Fragezeichen. Ja, finde ich. Oder eine Notiz vielleicht sogar. Eine Notiz. Wo sind wir hier? Bei der 902. Ja, wir haben schon Sternchen, wir haben Fragezeichen, Häkchen. Mal ein Fragezeichen.
Gib mir meinen Brandwein wieder und zwar schnell. Ich hab den Schlüssel. So, wir gehen jetzt mal alle hoch, hier hoch und gehen jetzt in die Tür. Tipp, tipp, tipp. Grüß dich doch erstmal. Hallo. Den Rest haben wir alles, wir haben alles abgedacht. Ich hab hier genau alles analysiert, Leute. Mhm. Perfekt. Ja. Können Sie uns kurz und euch das gedankenübertragend schon mitgeteilt. Ja, das ist gut. Ja. Das ist stark. Dann kombiniere ich jetzt den Schlüssel, und zwar die 39 mit der 902. Das müsste nämlich die 165. Hey, vorsichtig. Ja, mein Gott. Mit der Tür. Der Schlüssel lässt sich ohne weiteres ins Schlüsselloch einführen und umdrehen. Der Riegel schiebt sich zurück und du kannst das Büro betreten. Schön, praktisch. Legt Abenteuerkarte 39 zurück in die Schachtel. Lest Eintrag 265. Nehmt Ortskarte Q und legt sie oberhalb von Ortskarte J an. Stelle dann deine Spielfigur auf Ortskarte Q. Lest Eintrag Q. Wir müssten ganz kurz hier ein bisschen runterbauen. Bau mal ein bisschen runter. Oh. Ich schmeiß mal ein paar Sachen weg. Da ist Kuh. Hören wir uns mal an, oder? Das ist nicht als Kuh identifiziert können. Ich will noch mal kurz gucken, ob das das Richtige ist, weil das ist ein O. Geht in Ortskarte Seil. Doch, es ist. 221. In der Detektei herrscht heilloses Durcheinander. Überall liegen Stapel alter Zeitungen, 221, und aufgeschlagene Aktenordner, 223. Und die Pizzakartons stapeln sich bis unter die Decke. Wir waren auch Jugendliche. Kurz ergreift dich die Sorge, dass der Täter euch zuvor gekommen ist und alle relevanten Informationen bereits vernichtet hat. Erleichtert stellst du jedoch fest, dass es sich hierbei wohl einfach um die eigenwillige Ordnung des Kollegen handelt, zu der offenbar auch eine übervolle Pinnwand, 222, und eine am Schreibtisch lehnende Brechstange gehören, 224. Die guckst du dir nicht an, dann checkst du die nämlich wieder ein. Ich nehme die mit. Da hinten steht was Nützliches, ich markiere mich komplett woanders erstmal. Wo möchtest du hin? Ich schaue mir die 221 an, vielleicht ist bei den Unterlagen noch irgendwas Nützliches dabei. Stapel alter Zeitungen, let's go. Turm hoch schichten sich diverse Tageszeitungen. Gloom City Gazette, GC Journal, überregionale Blätter. Ja, gelegentlich sogar internationale Presse. Man muss dem alten Trunkenbold zugutehalten, dass er anscheinend gut informiert ist. Bei dem unsortierten Haufen an Nachrichten würdest du jedoch vermutlich eine Woche brauchen, um hilfreiche Informationen zu finden. Leute, ich brauche eine Woche. Sofern es sie überhaupt gibt. Wir haben nur noch eine Stunde. Also du kannst jetzt anfangen zu lesen, aber nee. Was? Naja, ich schau mir das schon mal in Ruhe an, während ihr den Raum weiter untersucht. Gut. Okay, dann gehe ich weiter, schau mir die 222 an. Offensichtlich Harpers aktueller Fall. Eine konfuse Ansammlung an Namen, Orten, Telefonnummern und Daten. Es handelt sich wohl um Vermisstenfälle, die alle im Lauf der vergangenen Wochen angezeigt wurden. Aha. Mhm. Paul Collins, Ehemann einer vermissten Krankenschwester, scheint der Auftraggeber Harpers. Denn eine Rechnung an ihn liegt direkt unter den Papieren, gemeinsam mit seiner Stellungnahme. Seine Frau, Diana Collins Clark, habe nicht den Anschein gemacht, als wolle sie einfach verschwinden. Sie hatte Termine für die kommenden Wochen vereinbart, hatte zum Geburtstag ihrer Schwester zugesagt und bereits ein Geschenk gekauft. Zur Feier war sie aber nie erschienen. Und auch das Geburtstagskind bestätigte, dass Diana augenscheinlich glücklich in ihrer Ehe war. Nun ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass manche Menschen bei Nacht und Nebel ihre Leben hinter sich lassen und woanders ein neues aufbauen wollen. Sei es eine neue Liebschaft, Perspektivlosigkeit oder allgemeine Unzufriedenheit, die dahinter steckt. Meist finden sich dann aber zumindest im näheren Umfeld kritische Stimmen, die ein mögliches Motiv preisgeben. Bei Diana Collins Clark jedoch ist irgendwas anders. Und sie scheint wohl nicht allein. Denn es finden sich zwei weitere Vermisste auf Harpers Liste. Die drei, das sind unsere Ray drei. Ray Plaza und Christina Rowland. Auch diese haben offenbar keine Spuren oder Anzeichen auf unglückliche Leben hinterlassen. Auf den ersten Blick eint sie nur, dass alle drei Anfang 20 sind. Mhm. An das unterste Schriftstück ist zudem ein Foto angehängt, das dich weniger überrascht, als dir lieb wäre. Oh. Du starrst auf das Porträtbild von Diana Collins Clark und der Ausdruck auf deinem Gesicht verhärtet sich.
Sie ist eine der Personen, deren Foto dem Brief am Eingang des St. Mary's beilag. Einen traurigen Unterschied gibt es jedoch. Auf eurer Ausgabe ist sie bereits in deutlich schlechterer Verfassung. Und direkt daneben liegt ein Foto eines schwarzen Wagens, der dir nur zu bekannt ist. Nimm Abenteuerkarte 49. Oh, ich muss es direkt wieder abgeben. Warum? Foto von Diana Clark. Ach, das kommt in die Fallakte. Genau. Ja, da sieht sie noch fresh aus. Das ist nicht wie Anfang 20, muss ich sagen. Das stimmt. Aber sie ist auch Krankenschwester, sie hat einen schweren Job. Sie hat ja, einen Alltag. Ja, ich muss buckeln. Gut. Ja, gut. Dann. Ich glaube, es gibt ein Fenster, aus dem es zu gucken gilt. Ja, ist das ein schönes, großes Fenster? Ist da? Ich weiß es nicht. 2-2-3? Ja, 2-2-3. Du durchkämmst die Aktenordner, die auf der Couch liegen, auf den Regalen stehen und geöffnet über den Boden ausgebreitet sind. Gibt es eigentlich auch etwas, das dieser Mann nicht notiert und abgeheftet hat? Rechnungen, Steuererklärungen, aufgelistete Ausgaben, abgeschlossene Fälle, penibel abgetippt und zu Datenblättern der Auftraggeber geheftet. Verzeichnisse, Gutachten und Gerichtsurteile, Berichte über die Karriere lokaler Politiker, Fotografien in Klarsichthüllen, ohne das Wissen der Abgelichteten geschossen. Ein Ordner umfasst Dutzende Speisekarten der hiesigen Restaurants und Imbisse. Oh, geil. Wie kann ein Mensch in einem solchen Chaos leben, wenn er zugleich so pedantisch ist, dass jeder Fitzel Information abgelegt wird? Für die Steuer. Gerade als du diese Frage in deinem Kopf formulierst, stolperst du über etwas, das vielversprechend erscheint. Jenny Blake, GCPD Kfz-Zulassungsregister, liest du laut vor. Muss wohl einer seiner Kontakte sein. Damit schlägst du den Hefter auf. Mist. Leer. Doch dafür fällt dir unter dem Chaos etwas auf, das dort offensichtlich zur späteren Sichtung deponiert wurde. Ordentlich eingedellt, doch dank des markanten Logos unverkennbar. Zwei galoppierende Pferde unterhalb der Kennziffer lassen ohne Zweifel darauf schließen, dass das Kennzeichen zu einem Mustang gehört. Ah! Du musst nur noch herausfinden, wer der Halter ist und wo er wohnt. Dann haben wir das Nimm Schwein. Abenteuerkarte 84. Ach, wie gut, dass diese Information mit den Pferden und Mustang noch kam, muss ich euch ehrlich sagen. Warum? Das hätte ich nicht gewusst. 891445 GC. Gloom City. Bitte. Was war das für ein Code vorhin? Nee. Wir brauchen den Code. Wir brauchen einen Code für einen Tresor aufheben. Der hinter dem Bild ist XYZ. Wir brauchen drei Zahlen und wir haben C3 und K11. Aha. Das waren die Initialen, die auf den zwei Bildern schon waren, die da oben hingen. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr wollt, ein bisschen miträtseln. Okay, sag mir nichts. Nee, gar nichts. Dann gehe ich jetzt auf die 224, die ist noch da. Bin ich überhaupt dran? Ja. Si, Senora. Wozu er dieses nette Spielzeug braucht, musst du nicht lange überlegen. Und du kannst es verstehen. Was ist das? Als schmierige, kleine, Privatermittlerratte muss man sich auch dort Zugang verschaffen, wo man unerwünscht ist. Ich weiß es so. Andernfalls ist man im falschen Job. Ja. Die Brechstange erweist aber sicher auch dir noch gute Dienste. Ja. Nimm Abenteuerkarte 51. So langsam füllt sich mein kleiner Koffer. Ich gönn dir die Brechstange auch. Das ist schön, ich brauch die am nötigsten von euch. Gönnung! Brechstänglein! Kommt nice. Time. Ah. Kannst schön. Du mit der Brechstange den Tresor aufbrechen? Oder so? Ja! Keine Ahnung. Wir haben jetzt erstmal alles abgegrast, wir haben alle Räume geöffnet und haben alle Zahlen gehört. Ja. Mindestens einmal. Ja. Jetzt müssen wir anfangen, irgendwas zu machen. Ja, es gibt noch ein paar Sternchen. Genau, ich würde tatsächlich noch mal zum Kiosk gehen und gucken, ob ich die Batterien bekomme, also wie viel die kosten. Ja. Weil ich habe ja noch ein Kleingeld. Ja. Und wenn ich die Batterien bekomme, dann gehe ich nämlich in diese Gasse und schaue mir die mit der Tasche an. Das finde ich stark. Der Kiosk ist die 801? Yes. Aber vorher ist ja noch Stimmt. Simon. Ach so, naja, aber... Fällt dir irgendwas zum Kombinieren ein? Du musst doch noch deine Kakteenfrucht da fressen. Das mache ich, nachdem ich gefragt habe, bevor du komplett ins Delirium verschwindest, ja. Ja, mach das schon. Ja, okay, dann 801 war das. Untersucht ihr diesen Ort zum ersten Mal? Falls ja,
lest Eintrag 841. Nein. Andernfalls lest Eintrag 141. Wir waren schon mal hier. Sie müssten uns noch kennen. Also das war jemand anderes, aber ich gehöre dazu. Der hat's gekauft. Also, was darf sein? Meint der Mann mit einem breiten, schmutzigen Grinsen und schaut dich abschätzend an. Wenn du nicht genug Cola hast, nehme ich auch Naturalien. Gerade Arzneimittel sind bei den hiesigen Junkies hoch im Kurs. Um Batterien für deine Taschenlampe zu kaufen, lege eine Karte mit Kleingeld zurück in die Schachtel und nimm zwei Batterieplättchen. Stark. Gönnsen. Das mache ich mal. Ich mache mal hier auf Stopp, weil er liest jetzt nochmal alles vor. Also Chips und bla. Ja. Mach mal das hier und du kriegst die Batterien. Nice. Das ist natürlich auch reizvoll. Was könnten wir noch verkaufen? Was könnten wir mal Naturalien anbieten? Ja, soll ich denn dann auch direkt in diese Gasse gehen? Ja. Also erstmal Kombination. Genau, Taschenlampe ist 02. Und die Gasse ist 924, also 924. Gehen Sie ruhig ganz alleine in diese dunkle Gasse. 02, möchten Sie auf meine Kaktusfeige aufpassen? Sehr gerne, wenn was passiert, kriege ich die. Was ist die Taschenlampe? 02. 924, gibt's nicht. Bitte? 92402. Ich dachte 02924. Ja, 02924. Beides geht nicht. Beides geht nicht. Ja, jetzt habe ich eine volle Taschenlampe. Ja, dann fresse ich die Kaktusfeige. Mir ist eh langweilig. Achso, beides schon. Ne? Ich meine, 924 war doch die Gasse, 923, oder? 923 war das Polizeirevier, wo ich ja dringend hin wollte. Hä, aber dann war bei der Gasse ja überhaupt keine Information dabei. Einfach aber 923 habe ich, da habe ich ein Sternchen. Genau, weil da niemand bei der, in der Polizei. Habt ihr Abenteuerkarte 84? Genau. Falls ja, lest Eintrag 575. Ja, die 84? Nee. Andernfalls lest Eintrag 454. Doch, ich habe die 54. Ja, ja. Was? Ja. Ah, das Nummernschild. Das Nummernschild. Junge Frau, Sie haben recht. 475. Das machen wir ganz kurz und dann kriegst du deine Feige. Keine Polizei. Oh. Da war der Täter ziemlich deutlich in seinen Anweisungen. Nee, falsch. Nochmal. 84 und 923. Stimmt. Kein Schon vergessen? Keine Polizei. Hey! Persönlich könnt ihr da nicht reinschneiden. Wir müssen die Männer abfüllen und da reinschicken? Nein. Warte mal. Hat er nicht gesagt, wenn sie Abenteuerkarte 84 haben, dann da und dahin? Also kannst du doch nochmal 923 machen? Habt ihr Abenteuerkarte 84? Lest Eintrag 475. Keine Polizei. Das hab ich gemacht, stimmt. Da war der Täter ziemlich deutlich in seinen Anweisungen. Und eben die Anweisung war, persönlich können wir da nicht rein. Wir müssen die Kellnerin vielleicht fragen, ob sie für uns reingeht. Irgendwen fragen. Wie? Irgendwer soll da reingehen? Wir haben gesagt, keine Polizei. Ja, wir haben wen zur Polizei geschickt. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen 923 klicken und 923 mit der 84? 84, 923. Schon vergessen? Schon vergessen, keine Polizei. Keine Polizei. Persönlich. Ja, aber und was ist, wenn man nur 923 kommt, das Gleiche? Habt ihr Abenteuerkarte 84? Falls ja, lest Eintrag 575. 575? Stopp, muss ich falls ja. Ach, mein Gott. Wir Leute, es ist auch für mich die siebte Stunde. Entschuldigung. Alles gut. Keine Polizei. Was? Dahingehend war der Täter sehr deutlich. Gut, beruhigt euch. Über die Sinnhaftigkeit der Wahl seiner Mitspieler könnte man unter dieser Bedingung sicherlich streiten, in Anbetracht der Tatsache, dass er ausgerechnet Ex-Polizisten für diese Vorführung auserkoren hat. Wieso suspendiert? Doch, was du bisher über Web in Erfahrung bringen konntest, lässt dich ja ahnen, dass auch dahinter irgendeine verdrehte Logik steckt. Ziemlich sicher. Die du bisher einfach noch nicht aufdecken konntest. Dennoch, das Risiko, gegen seine Auflagen zu verstoßen und die möglichen Konsequenzen sind dir zu hoch. Was? Das stete Gefühl, unter seiner Beobachtung zu stehen, die wachsende Paranoia. All das sagt dir, dass er genau wüsste, wenn du die Spielregeln brichst. Doch vielleicht könnte ja jemand als Strohmann fungieren und das Schild zur Wache bringen, der in dieser Gegend nicht auffällt. Der Typ am Anfang. Der Drogendealer? Der Drogen. Angeblich? Ja. Ja, aber jetzt haben wir nichts mehr für ihn außer ein Brandwein. Eventuell. Ich hab die Kaktusfeige. Wir kombinieren jetzt den Brandwein mit dem Ort, wo der Junkie stand. Das müsste gehen. Können wir den nochmal andingsen? 803? Ja. Hat der nochmal irgendwas? War Warte, wie heißt der? 803. Ich würde das mal ganz kurz machen. Noch bevor du ihn ansprechen kannst, nimmt der Kerl die Beine in die Hand und versucht, sich aus dem Staub zu machen. Ja, wir müssen nicht nochmal alles hören. Genau. Wollen wir das probieren? Ja, probier aus. Ja, probier Brandwein. Mal. Achso.
Nummernschild? Kann man nämlich einfach so ohne Branntwein, ja, ist mal die 84. Das dann sagt er vielleicht, ja, haben die was für mich? 84803 mache ich mal. Wir geben dem Typen jetzt das Nummernschild in die Hand. Ja. Ich soll einfach mit dem Ding zur Polizei, ja, spazieren? Ja, guter Scherz. Nee, dafür müsst ihr euch schon einen anderen Blöden suchen. Was? Da müssen wir die Kellnerin. Nee, aber dann mach mal 34. Ja. Lass erstmal noch die Kellnerin fragen. Ich stehe doch jetzt gerade vor dem jungen Mann. Nee, der will's nicht machen. Der macht's nicht. Der hat gesagt, wir müssen ihn mal ansuchen. Der hat ja nicht gesagt, füll mich ab und ich mach alles, was du willst. Das sagt er noch nicht. Okay, dann bin ich erstmal wieder raus. Ich ziehe mein Angebot zurück. Dann läufst du mit dem Nummernschild weiter zum nächsten. Ich will die Kellnerin fragen, die ist müde und die arbeitet noch nicht so lange da, die wird es machen. 901. Das ist das Richtige. 84 901 machen wir. Jen zuckt die Schultern. Keine Ahnung, woher das stammt. Ja, denn wie gesagt, du sollst ja nicht wissen, woher es stammt, du sollst es einfach darüber bringen. Okay, wir müssen den Männern das geben. Ja, ja. Oder der Wachmann, ne? Lieber erstmal Wachmann. Da gibt's einen Wachmann? Ja, hier, der hat mich doch reingelassen. Das ist John Bowers. Wie heißt der? 922. Ja. Ich sag grad, John Bowers heißt der. 922. 922. Habt ihr Abenteuerkarte 50? Falls ja, lest Eintrag 137. Oh, ich hab nur 51. Lest Eintrag 731. Hast du das Nummernschild kombiniert mit ihm? Ja, mit dem Wachmann. Ich habe nur die 51. Wir können ihn mit der Brechstange bedrohen, aber das geht nicht. Ja, dann halt doch. Falls ja, lest. Wir machen erstmal 731. Jetzt wird er uns eine Abfuhr geben. Und was soll ich damit machen? Fragt dich John. John, pass auf. Aus Gründen, die leider vertraulich sind, kann ich nicht persönlich auf die Wache. Dürfte ich Sie daher bitten, Besitzer und Wohnort des Fahrzeughalters bei Miss Blake im Zulassungsregister des PDs herauszufinden? Bitte. Ich soll meinen Posten verlassen? Ich warte hier. Das könnte mich meinen Job kosten, Officer. Wie gesagt, kein Problem. Da scheint ihm etwas einzufallen und er sieht dich an. Eine Hand wäscht die andere. Es gibt da etwas, das Sie für mich tun können. Chips holen. Ja. Meine Verlobte Jennifer Reed arbeitet im Pub gegenüber. Ihre Mutter Martha verstarb vor kurzem, nachdem sie lange Zeit im St. Mary's Mental Asylum in Behandlung war. Aha. Der Verlust hat Jen sehr mitgenommen. Und leider blieb ihr nicht viel von ihrer Mutter. Sie erzählt nur selten von dieser Anstalt. Doch einmal, da hat sie sich in Rage geredet. Sie meinte, der Leiter dort sei ein ziemlich sadistisches Arschloch gewesen. Ja. Jemand, der sogar Freude daran hatte, persönliche Gegenstände der Patienten zu konfiszieren. Giraffe! Um mit ihnen seine Psychospielchen zu spielen. Wir geben Jen die Giraffe. Auch Martha war wohl irgendwann dran und er hat ihr etwas weggenommen, das Jen ebenfalls sehr wichtig war. Sie sagte nicht, worum es sich handelt. Aber Sie könnten doch dort ohne viel Aufhebens nachsehen. Wenn Sie mir etwas bringen, das Jens Mutter gehörte, helfe ich Ihnen. Wahrscheinlich nicht, aber er mustert dich kritisch. Jens vielleicht so Büroklammern? Ohne Auto kommen Sie aber nicht weit. Endlich habe ich die Büroklammern wieder. Damit wirft er dir einen Autoschlüssel zu. Sekunde, noch mal kurz. Lies vor. Nee, was, Mami? Haben wir richtig kombiniert? Nein. Erstmal aber sie könnte doch auf... Ne, wenn Sie mir etwas bringen, das Jens Mutter gehörte, helfe ich Ihnen. Ja. Mustert dich kritisch. Der Wachmann sagt zu uns, ohne Auto kommen Sie aber nicht weit hier. Damit wirft er dir einen Autoschlüssel zu. Nehmen Sie meinen Wagen da vorne. Der ist ja sehr, sehr entgegenkommend. Für den müssen Nehmen wir Sie wieder meinen Wagen da vorne. Ja. Legt Abenteuerkarte X4 zurück in die Schachtel. Hattet ihr zuvor die Ortskarten A bis F verdeckt, dürft ihr sie nun aufdecken. Also wir müssen... Müssen wir nicht. Wir jetzt nicht direkt, aber wir irgendwann schon. Über ihn zurück. Okay, das ist gut zu wissen. So viel Platz haben wir außerdem nicht. Okay, X4 war... Abenteuerkarte X4 das war, ihr dürft nur noch zu Fuß gehen, eure Autos kaputt, ihr habt nichts. Und jetzt kriegen wir wieder ein Auto. Das heißt, die Karte Perpedes ist weg. Wir sind wieder mobil. Okay, wir können jetzt wechseln. Verstehe. Lass uns mal kurz überlegen. Haben wir jetzt hier irgendwas gefunden, was uns im Asylum voranbringt? Feuerzeug, müssen wir was anziehen? Ich habe immer noch diese Kaktusfeige, die ich mir jetzt echt gerne mal geben würde. Aber ansonsten... Ich habe sonst nichts mehr vor heute. Ansonsten habe ich leider wirklich nichts. Okay, ich habe kein Wasserstoffperoxid mehr. Ja, aber wollen wir das nicht mal wirklich dem Dealer geben? Nee. Kann ich machen. Was wir natürlich probieren können, ich habe immer noch Büroklammern. Ich könnte versuchen, damit ein Schloss zu knacken oder so. Alles möglich.
Ja. Dann, Büroklammer ist 01 und das Schloss ist 164. Eine Büroklammer. Hätte für ich diese auch gerne. Art Schloss sind die Klammern leider ungeeignet. Na klar, aber nur für diese Art Schloss. Aber ich mal ganz kurz: Der Wachmann sagt uns, dass seine Freundin, die drüben in der Bar arbeitet, ein Erbstück vermisst, was ihre Mutter damals verloren hat, beziehungsweise geklaut wurde, im Asylum. Können wir nicht kurz die Giraffe versuchen? Ja. Ich meine, wir wissen doch nicht mehr ganz genau, wie wir versuchen das. Wir gehen jetzt aber die war doch eigentlich von Thomas Webb. Ja, aber vielleicht erinnert die sich, vielleicht waren die in einem Zimmer. Oder hat er das geklaut? Nee, der war in einem Zimmer, das habe ich mir aufgeschrieben, mit Noah und Christopher. Gute Polizeiarbeit. Das war wirklich verdammt. Deswegen will ich Lieutenant. Lieutenant, ja. Trotzdem gebe ich dir jetzt einmal kurz die scheiß Giraffe in die Hand. Ich will, gucken, ja, was will sie was sie sagt. Sie, und zwar ist sie 901. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Bei einem der Besuche sah ich einen Jungen, der sie fest umklammert hielt. Mhm. Er hatte überall blaue Flecken und Schürfwunden. Wir müssen ihr mehr zeigen. Die hat doch die Infos. Die war da schon ganz oft. Wollen wir die Kaktusfeige dem Dealer geben? Nein. Okay, wenn wir ich will, jetzt dass du einen richtig schönen Abend hast. Wir müssen uns kurz mal wieder ein bisschen sammeln. Wir hüpfen gerade ein wenig. Also. Ja, ich bin da. Ich bin jetzt bei der Frau da, ne? Ja. Und hab dir diese Stoffgiraffe gezeigt, weil du hast ganz recht. Man kann dir aber ein paar Sachen zeigen. Ja. Mach mal die 18 noch und dann bin ich wieder raus. 18 mit der. Ach so. Frau und 18901, ne? Kann dir jetzt irgendwas sagen. Du ziehst den Zeitungsartikel aus deiner Tasche hervor und reichst ihn ihr. Willst du mir hierzu was sagen? Sie stellt das Tablett beiseite und überfliegt den Bericht. Stumm liest sie den Artikel, ehe sie wieder aufschaut. Ich war damals 9. Schüttelt sie den Kopf und scheint mehr erzählen zu wollen, reicht dir dann aber wortlos dein Indiz und macht sich wieder an die Arbeit. Wir zeigen dir noch viel mehr. Theaterplakat noch? Waren Sie schon beim Theater? Waren Sie schon ins Theater? Ich habe auch noch ein Foto der Familie Webb. Ja, ja, ja. Das ist die 24. Die arme Frau. Für die kommt nicht mehr zum Arbeiten, wirklich. Sind die drei Leichen, die wir gestern gefunden haben. Nein, 24. Haben Sie diese Büroklammer schon mal gesehen? Oh. Feuer, brauchen Sie Feuer? Die friert gerade, der lag da vorne. Ja, okay. Okay, ja, alles klar. Also das hat leider nicht geklappt. Was haben wir noch, was Sie interessieren könnte? Ich habe noch einen Zeitungsartikel, 22. Ja, hier ist eine Brechstange, haben Sie das schon mal gesehen? Den Dunbar habe ich vorhin bei Ihnen geklaut. Ich meine, Büroklammern, was können Sie mir dazu erzählen? 22901 geht auch nicht. Ich glaube, die Frau ist stumm. Ich habe ja keinen Bock mehr. Ehrlich ist 901 richtig, was ich da tippe? Ja. Anstaltsbroschüre, mach nochmal 04. Ja. 901. Ich habe ja noch so eine Broschüre bei mir. Als du die Broschüre aus deiner Tasche ziehst, hebt die junge Kellnerin fragend ihre Augenbrauen und steckt Stift und Papier weg. Können Sie mir hierzu etwas sagen? Sie nimmt den Prospekt in die Hand, öffnet ihn und verzieht missmutig das Gesicht. Das St. Mary's? Darüber wollen Sie was erfahren? Ja. Von Ihrem zuvor aufgesetzten heiteren Gemüt ist nichts mehr zu erkennen. Da kommen Sie knapp 10 Jahre zu spät, entgegnet sie schnippisch und die Knöchel der zur Faust geballten Hand verfärben sich weiß. Die junge Frau atmet tief durch, zieht den Stuhl heran und lässt sich darauf nieder. Jennifer, keine Pause! Keift die raue Stimme der Bardame. Die Blondine winkt ruppig ab. Ja, ja, ich mach gleich weiter, faucht sie zurück und wendet sich euch zu. Meine Mutter war im St. Mary's untergebracht, beginnt sie und fährt sich mit der Hand durchs Gesicht. Wissen wir. Schon ein bisschen unsensibel. Sie litt an Psychosen. Daran warst du sie nicht sicher. Mein Vater dachte, im St. Mary's wäre sie gut untergebracht. Dort dürfen wir sie kaum sehen. Sei hinderlich für den Heilungsprozess, sagte Dr. Bergquist. Als die Klinik geschlossen wurde und sie wieder heimkam, war sie nicht mehr sie selbst. Saß nur noch apathisch am Fenster. X-mal am Tag durften wir den Sabber aus den Mundwinkeln wischen. Ewig. Uns macht es kaputt, sie so zu sehen. Also ins Fenster, liebe. Das sind die Medikamente, hieß es. So sei sie ruhig. So gehe es ihr besser. Sie starb vor kurzem. Aber innerlich war sie schon lange fort. Irgendetwas haben sie dort mit ihr angestellt. Und ich glaube, es waren nicht nur die Medikamente. Ich glaube auch nicht. Du bedankst dich. Sie nickt stumm und geht nun deutlich bedrückter wieder zurück an die Arbeit. Der
haben mir den Tag versaut. Ja, ich glaube auch. Aber machen wir ja gleich wieder gut, wenn wir ein Erinnerungsstück bringen. Ja, stimmt. Wir wissen nämlich genau, wo wir hin müssen. Ne? So mit. Nee. Probieren? Ich glaube, die Hinweiskarten nicht. Nee. Wir probieren es einmal. Aber ja. Wir machen jetzt 49901. Also wir zeigen jetzt alles der Kellnerin. Ja. Zum Beispiel das Foto von Diana Clark. Nein, das geht natürlich nicht. Das ist doch kompletter Quatsch. Ich hätte noch Spielkarten im Angebot. Hey, um zu mich aufzumuntern, wollen Sie ein noch? Feinhaarpinsel. Ja, das Theater, mach mal. 39? 38 ist das. 38. Belagern die wirklich? Vier unterschiedliche. Die Kellnerin schüttelt Detectives. Missmutig den Kopf. Das Stück hätte ich als kleines Mädchen zu gern gesehen. Aber als es mit meiner Mutter so bergab ging, naja. Einmal wollten wir sie für einen Tag aus dem St. Mary's abholen und dorthin ausführen. Der Versuch endete in einem ihrer Tobsuchtsanfälle. Das böse Haus dort! Schrie sie immer und immer wieder. Wir fuhren dann stattdessen gemeinsam in den Park. Aber wäre mir Romeo und Julia lieber gewesen? Hm. Ein gutes Stück, würde ich sagen. Ach, Romeo und Julia ist das natürlich. Ach, das ist natürlich Romeo und Julia. Hm. Offenbar wird den Leuten im St. Mary's Hospital. Gesagt, dass das Theater ein böser Ort ist, wenn sie da so ausflippt, die Mutter. Das Haus des Bösen. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Wir müssen ins Theater. Busch. Ja. Was ist da? Böses. Gut, was ist denn jetzt hier? Willst du die Feige essen? Ja, also soll ich noch mal kurz? Sind wir jetzt fertig? Dann würde ich haben die wir noch Feige essen. Meine, wir darf ich mal kurz mein rostiges Messer da reindingsen? In die Feige, damit es mir noch besser geht. Vielleicht kann ich die schälen. Ja, mach mal. Ich wollte noch ganz kurz überlegen, also müssen wir dem Wachmann, wir haben dem das Nummernschild gezeigt und er hat gesagt, ich helfe euch, ich gehe dahin, wenn ihr mir aus dem Haus was holt. Vorher wenn wir dem noch mal mit dem Brechstange bedrohen? Nee, der hat ja schon Kopf. Der hat uns die Autoschlüssel gegeben. Auto geschenkt. Ja. Ich wollte gerade sagen. Und jetzt geht der Polizei. Du hast da noch Kleingeld irgendwo. Aber diese Feige wollen wir nicht dem Dealer mal anbieten. Nee, ne? Ja doch, von mir aus gerne. Können wir machen. Bevor ich mir jetzt ein Zimmer. Okay, wir können es dem anbieten. 44 ist die Feige. Und der Dealer? 803. 44, 803. Nee, der will die nicht. Der hat gesagt, Leute, ich bin raus. Probier mal kurz 31 und 44. Das Halbieren ist gar nicht so einfach, da die Frucht noch komplett unreif ist. Legt Abenteuerkarte 44 zurück in die Schachtel. Nein! Hey, I'm back! Mehr kommt nicht als außer Halbieren? Ja, aber wenn ich sie halbiere, kriege ich auch zwei. Wieso habe ich dann null? Nochmal, nochmal vor. Das Halbieren ist gar nicht so einfach, da die Frucht noch komplett unreif ist. Legt Abenteuerkarte 44 zurück in die Schachtel. Vielleicht ist das unser Hinweis, dass du gerade nicht gestorben bist. Vielleicht ist sie, hast du sie kaputt gemacht. Du hast sie vielleicht gerettet. Naja. Hat Schaden gegeben wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass es Schaden gegeben hat. Was steht auf der Feigekarte? Nur, dass so ein die Happen komisch... zwischendurch ist furchtbar verlockend. Möchtest du die Frucht essen? Na gut, wenn sie bei dir gelandet. Nee, wer hätte sie zu, direkt gegessen? Ich hätte sie gefressen. Und Testschaden, ja, dann weg damit. Ja, ja. Oh, schade, das hätte mich natürlich schon interessiert. Nee, das hätte mich auch, ja. Aber wir haben es auch. Aber sehr wieder Gift gewesen, ne? Naja, wir dürfen nicht cheaten. Weg damit. Weg damit. Ich habe noch drei Karten und du hast immer noch 3 Millionen. Ja, mein Messer hat es auch offensichtlich überstanden. Geschafft, ja. Dieses alte, rostige Messer hat diese unreife Frucht. Ja, dann schnappe ich mir jetzt die dummen Autoschlüssel und fahre zurück. Kaktusfeigen, ey. Müssen wir nochmal. Wir haben nichts mehr, was wir beim Kiosk kaufen können. Nee, wir haben kein Kleingeld mehr. Keine Leute. Kann ich noch irgendwas aufbrechen? Warte, die Brechstange auf den Safe. Der Safe hinter dem Bild. Der Safe, den Code 100, suchen, das machen wir nochmal. 163. Ja, ist 51, 163. Nette Idee. Aber der Safe ist nicht aus Glas. Ja, mit einer Brechstange geht man auch nicht nur an Glas. Ja, aber mit der Brechstange kannst du dann hier den Kasten vielleicht aufmachen, die 164. Ja. Weil das ist ein Glas. Ja. 51, 164. Yes. Vandalismus im Namen des Gesetzes. Yeah! Du fühlst dich fast wie Godzilla. Mit etwas zu viel Schwung holst du mit einem Brecheisen aus und zerschmetterst den gläsernen Kasten. Heidewitz. Beinahe stolz betrachtest du dein Werk, bevor du feststellst, dass du so ziemlich alles bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen hast. Naja. Scheiße. Immerhin lässt sich noch ein einzelner Nylonfaden aus dem Trümmerhaufen bergen. Hm. Könnte noch nützlich sein. Ja. Legt Abenteuerkarte 45 zurück in die Schachtel. Was ist 45? Nehmt Abenteuerkarte 48. Was ist Abenteuerkarte 45? Hat keiner von uns.
Ich habe 51, 164 kombiniert. Ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Das heißt, die 51 darfst du behalten. Ja. Mhm. Ja. Das ist denn Abenteuerkarte 45? Haben wir die überhaupt schon? Ich guck nur, die haben wir gar nicht. Wieso sagt er uns, wir sollen die nicht schaffen? Was wären das gewesen? Ein Schlüssel. Vitrinenschlüssel. Ach, den hätten wir vielleicht woanders finden können. Haben wir aber nicht. Deswegen ist eh obsolet, weil wir es zerschimmert haben. Ja, wahrscheinlich haben aber wir es zerstört. Aber die Brechstange was in der Vitrine war. Und dann ist das Spiel vorbei. Ach so. Jetzt, oder was? Ja. Nee, ich hab doch immer noch diesen. Ich hab doch immer noch diesen tollen Nylonfaden. Ja. I mean, da war doch nur dieses blöde Modell aus Draht mit den Enden. Das war doch eh blöd. Ich glaube, ich habe den Faden verloren schon. Wo hätten wir denn den Vitrinenschlüssel haben? Wie haben Sie denn jetzt gerade gearbeitet, Officer? Was war das denn für eine Polizeiarbeit? Ich kann nicht mehr so lange warten. Schlüssel hier, Schlüssel da. Deswegen haben Sie sonst keine Gegenstände bei sich. Zerstören alles. Okay. Ja, gut. Also wir haben ja immer noch dieses Nummernschild. Ja, das der Dude bekommt, wenn wir was... Der von der Mutter seiner quasi Schwimu wieder zurückgebracht haben. So, und was ist das? Also, wir haben auf jeden Fall noch offen die 5, also in dem hier. Das ziehen wir gleich hoch, ja? Ja. Im Keller ist was festgeschraubt, dann gibt es noch Schimmel, den es zu entfernen gibt, ein Container, der zu ist, eine Schatzschulde, die wir noch nicht gefunden haben. Gut, das bitte schön. Und einen Haken. Ja. Und einen Haken, aber da müssen wir bitte nochmal nachfragen, was das war, weil das weiß ich nicht. Das da müssen wir an der Decke rankommen, aber da das war oben an der Decke. Ding. Ja. Nee, aber vielleicht haben wir ja hier auch schon jetzt was, ohne ins Asylum zurückzumüssen, dass der Mutter gehört. Ich denke zum Beispiel an das Feuerzeug. Aber können wir uns ganz kurz noch bitte einmal die 924 anhören, weil ich verstehe immer noch nicht, was es mit dieser Gasse auf sich hat. Ja. Haben wir da später irgendwie weiter? Eine dunkle Gasse, die sich schnell weiter verzweigt und zu einem gefährlichen Labyrinth aus Schleichwegen und schäbigen Hinterhöfen wird. Also das wird's. Das war's. Naja, wir könnten uns am Nylonfaden entlang durch das Labyrinth bewegen, aber... Ja. Also das ist ganz komisch. Ja, schade. Aber das Fragezeichen hier kann jetzt weg, oder? Ja. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir zurück, oder? Vorher müssen wir noch irgendwas... Also ich würde auch noch mal kurz checken, ob wir noch irgendwas offen haben. Also logischerweise beim Kiosk können wir jetzt noch nichts holen. Hatten wir noch irgendwas, dieser komische Drogendealer? Der wirkte ja... Nee, der wirkte nicht so, als können wir dem was geben, ne? Nee. Ist noch irgendwas anderes offen? Der Wachmann kriegt das aus dem Asylum. Genau. Was wir nicht haben. Es waren ja noch diese drei Suffköpfe an der Bar. Den die können wir noch irgendwas zeigen. Schon nochmal Brandwein geben, zum Beispiel. Ach so, nee, das sind ja aber die, von denen wir den Schlüssel bekommen haben? Nein, den Schlüssel habe ich vom Larry direkt gekriegt. Aber der sitzt bei denen. Ja, das würde ich jetzt nicht opfern. Ich glaube noch auch, nicht. Dass das, wie du selber gesagt hast, nur für den Schlüssel der Ersatzweg war. Ja, ich würde sagen, selbst wenn, können wir das immer noch machen, wenn wir wirklich keine Anhaltspunkte mehr haben und wie letztes Mal vielleicht 2 Stunden hier sitzen und nicht weiter. Könnten wir vielleicht nochmal den Junkie mit dem Brecheisen bedrohen? Nur mal kurz. Probier's aus. Ja, klar. Was hat der nochmal? Weil das ist meist eine richtig gute Idee, wenn man Junkies mit dem Brecheisen 803. bedroht. Nee, das mache ich nicht. Da passiert ja auch nichts. Okay. Der Typ ist längst weg. Soll ich ihm ein Feuerzeug hinterherjagen? Gibt's da irgendwas, das ich anzünden kann? Nee. Doch, vielleicht. Die Plüschgiraffe. Irgendwelche Bilder? Nee. Bildern, kann ich da wieder aufdingsen? Die Bilder, die im Büro hier oben hängen. Da waren C3 und K11. Da ist ein Zahlenschloss und Code und Tresor. Da können wir noch mal eine Sekunde kurz unser Gedanken hinentschwenden. C3 und K11. Genau, das die Bilder sind durchnummeriert. Das ist eine Serie. Was ist denn, wenn ich K11 eingebe? Ich sehe nichts. 0XYZ. Was sagt nochmal, was auf den Bildern stand das, oder was? XYZ ist aber einfach nur. Das sind zwei Bilder. Das sind die Initialen, so Kürzel, die unter dem Bild stand dann C3 und einmal KF. Genau, unten rechts in der Ecke. Aber es fehlen noch zwei weitere Bilder. Ein weiteres Bild, weil es fehlt noch eine Zahl, beziehungsweise 3 und 11. Ach so, aber 3 und 11 sind es nicht einfach. Wir können 0, das 3 und 11. Gott. Vielleicht. Aber 0311 würde ich mal probieren. Ja. Der Code stimmt nicht, aber du bist da etwas auf der Spur. Dann probier mal 0113. Ja. Also einfach mal. Der Code stimmt nicht, aber du bist 0, 3, da etwas 1, auf 3. der Spur. 0131. Nee. C kommt vor K, ja? OCK? Nee. OK? Okay? Nee, geht's auch nicht. Nee, mit dem Buchstaben geht auch nichts. Okay. Nee. Wo hingen die? Hier im Flur. Hier. Kannst du das nochmal vorlesen, ganz doof? Diese Safe-Karte? Ja, 163. Die beiden Bilder haben es dir angetan. Auf beiden Schwarz-Weiß-Aufnahmen erkennt man das Viertel, in dem sich dieses Büro befindet.
aufgenommen zu einer Zeit, zu der Gloom City noch in voller Blüte stand. Die Gebäude wirken gepflegt und neuwertig. Die Landschaft zeichnet das malerische Bild einer heilen Welt. Selbst nachts haben die Fußgänger in den Gassen nicht viel mit den Gestalten gemein, die heute durch die Straßen schleichen. Die Fotos scheinen zudem Teil einer Serie zu sein. Weisen Sie doch jeweils in einer Ecke ein kleines Kürzel auf. C3 und K11. Beiläufig streichst du über den Rahmen des rechten Bilds und merkst, dass dieser auffällig weit von der Wand absteht. Ich überspringe es mal. Dahinter finden wir den Safe. Er kommt ein Tresor zum Vorschein. Darauf erkennst du das Kürzel LH. Und LH steht für Larry Harper. Stimmt. Der ist einfach nur von dem... Damit ist klar, wem er gehört. Was er wo verbirgt, das wissen wir nicht. Zahlenschloss 0111. Die 0 scheint hierbei zu klemmen. Aber der steht bei 0111. Was ist, wenn wir das einfach so lassen? Dann müsste er auf sein schon. Aber wir hatten doch auch mal so eine Bilderserie noch im Asylum, ne? Bei dem Schimmel. Schimmel war über einem Teil von dem Bild. Ja. Wir müssen zurück. Ja, wir haben ja aber nichts, was wir mit den Bildern dann kombinieren können. Du kannst den Schimmel abfackeln. Nee, ich weiß es nicht. Trocknen? Doch. Mit einem Nylonfaden abschrubbeln. Bis der Schimmel weg ist. Aber sonst können wir doch, wenn wir sagen, da ist noch eine Zahl. Ja, okay. Können wir uns das nicht einfach nochmal anhören, ja, da jetzt? Ganz das war frech? Die 205. Das Gesicht hast du doch schon mal im Foyer gesehen. Weißes, über die beginnende Glatze gekämmtes Haar, zerfurchtes Gesicht und eiskalte Augen. Ein Mann präsentiert sich stolz dem Fotografen mit Diplom in der Hand. Im Hintergrund ist das Asylum zur Blütezeit zu sehen. Leider ist die Schrift bis auf den Titel bereits vom Schimmel zerfressen. Medizinische Fortbildung nach Freeman und Watts steht dort geschrieben. Freeman, ist das die Architekturbüro? Nee, Freeman und Watts haben die Bücher über Lobotomie geschrieben. Stimmt. Also sowas Unnötiges habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir zurück ins Asylum. Fahren wir zurück. Waren wir da schon, ne? Ja, das war nur ein Flashback gerade. Dann würde ich sagen, wollen wir das einmal mit einer Unterbrechung vielleicht kombinieren, dass wir einmal das nutzen? Ja. Ein bisschen lange Fahrt machst du, ne? Dann bauen wir hier einmal um und sind gleich zurück im Asylum. Bis gleich. Zurück in der Irrenanstalt beim Adventure-Abend, Akte Gloom City, Kapitel 2. Und wir haben einiges eingesammelt in der Innenstadt und kehren zurück in den Ort, den wir glaubten, nie wiederzusehen. Nämlich Eimsbüttel. Also okay. Der Einzige, der was eingesammelt hat, bist eigentlich du. Ja, ich habe leider meine Sachen in der Innenstadt irgendwie liegen lassen. Okay, wir hatten ja noch einige offene Sachen aus unserem letzten Exkurs hier. Ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob wir jetzt besonders weit kommen, weil ich meine, wir waren jetzt in der Stadt und kommen wieder mit einer Büroklammer und einem kleinen rostigen Messer. Und einem Nylonfaden, einer Brechstange und einem Dartpfeil. Ich hab Müll gesammelt. Ich glaube, mit der Brechstange können wir aber einiges anfangen. Das stimmt. Ja. Schubladen. Sagen, es gab Schubladen, die waren zu, ganz unten zum Beispiel. Mach mal bitte die 301. Erklär nochmal, was es ist. Alle Container sind restlos geplündert. Der letzte hingegen. Kein Wunder, dass sich an diesem noch niemand erfolgreich zu schaffen gemacht hat. Eine tiefe Delle im Metall drückt auf das Schubfach und auch nach mehrmaligem Rucken am Griff bringst du nicht mehr als ein Klonk von Schublade auf Gehäuse zustande. Ich wende meine Brechstange an. Bislang war an diesem Mistding Endstation. Mit der Brechstange dauert es nur wenige Sekunden und der Rollcontainer ist endlich offen. Geil. Krass. Neugierig kramst du mit der Hand in der Schublade herum. Krass. Mehrere Briefumschläge, fein säuberlich mit Namen versehen. Vermutlich ehemaliger Insassen. Neugierig öffnest du den vordersten von Noah Taylor. Leere Käferhüllen. Seltsam. Käferhüllen? Der nächste stammt von Evelyn Martinez. Einige vergilbte Fotos. Dich beschleicht ein bedrückendes Gefühl. Es ist privat. Du blätterst einige Umschläge weiter, bis du findest, wonach du suchst. Martha Reed. Enthält eine alte Lesebrille. Das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Von Jen. Für Mom von Jen. Nimm Abenteuerkarte 50. So einfach war das? Das war ja mega. Aber erstmal, der Motor läuft noch.
Okay, wir machen kurz Werbung, bauen einfach. Das ist ja mega. Naja, wir haben die Brechstange, jetzt machen wir natürlich erstmal hier alles kaputt. Also. Da gibt es dann ein paar Sachen. Wir brauchen wieder eine kurze Umbauphase. Aber gehen wir jetzt sofort zurück? Kurz. Ja, wir müssen kurz alles hier anwenden. Du hattest doch noch ein paar Sachen, wo wir die Brechstange machen. Also, 505. Ja, soll ich das gleich mit der Brechstange anwenden? Wollen wir nochmal hören, was wir hören? Erstmal hören. Hammer und Pickel wirken noch immer wie neu. Verglichen zum übrigen Inventar scheint der praktizierende Chirurg auf diese beiden Lobotomie-Instrumente großen Wert gelegt zu haben. Auch wenn dies wohl seine liebsten Stücke waren, können sie heute nicht mehr zum Einsatz kommen, denn sie wurden fest an die Wand geschraubt. Von wegen! Gib mir das! Okay, geschafft. Allerdings bekam die Brachialmethode den Utensilien nicht und sie sind nun völlig unbrauchbar. Mach nix. No. Legt ein Häkchen auf 505. Mach nix. Wie schlimm. 505? Vielleicht sollten wir von der Glasvitrine lernen, dass die Brechstange auch Sachen kaputt macht. Ja. Shit. Ich meine, das 505, das hatten wir schon längst einfach abgeschrieben, dass wir da eh nie rankommen. Und jetzt haben wir es versucht. Und jetzt liegt da ein Häkchen drauf. Scheitert. Muss uns gefragt werden, liegt ein Häkchen auf 505? Ja, und dann ja und dann ja. Genau, ihr habt verloren, denn die Dinger sind nichts mehr zu gebrauchen. Das Einzige, was ich jetzt noch offen habe, ist halt der Haken bei der 408. Und vielleicht kannst du dich mit der Brechstange da einhaken oder so. Das denke ich auch. 51, 408? Ja. Nee, das geht nicht. Das war da oben diese Klappe, ne? Genau. Haken und Nylonseil vielleicht zusammen ergeben eine Art... Enterhaken? Enterhaken, Nylonseil? Vielleicht machen wir... Vielleicht mit den Büroklammern? Ich habe mir gerade kurz schief mit so einem Minifaden an der Brechstange. Was komme ich jetzt damit hoch? Also, soll ich mal... Was ist denn der Enterhaken? Haben wir einen Haken? Wir haben keinen Haken. Wir brauchen... An der Brechstange wäre ja so eine Beugung. Die sich schon die ganze Zeit hier schwingen, seit wir zurückkommen, sie alles zerstört. Sie meinen diesen Haken hier oben? Ja. Das ist ja perfekt für so einen richtigen Haken. Ja. Ich würde gerne noch was anzünden. Wir haben noch Schimmel. Ja, den würde ich gerne mal anzünden. Und das war's von mir aus, was wir offen haben. Außer den Code für die Schatulle, die wir halt noch nicht haben. Ein guter Tipp für Hausschimmel zu Hause. Erstmal anzünden und dann gucken, was passiert. Was ist denn das? Was ist denn die Nummer von Schimmel? Schimmel ist 205, das war das Bild. Und was ist dein Feuerzeug? Ich versuche erstmal, was waren die Bilder nochmal? Einfach nur Zeichnungen, ne? Ja. Und wir hatten mal, kann ich mit dem rostigen Messer vielleicht die Bilder irgendwie aufschneiden? Nur einmal probiert haben, 31 und 205. Das ist jetzt das Messer? Ja. Du ritzt die Oberfläche der Fotografie an und stellst enttäuscht fest, dass es nur ein Foto auf einem Holzrahmen ist. Ganz ohne etwas Interessantes dahinter. Aber schön. Ich bin wütend und versuche es anzuzünden. Mach mal 37 und 205. Nein, das geht doch nicht. Okay. Das geht doch nicht. Aber ich finde es cool, dass es bei manchen Sachen halt trotzdem nochmal irgendwie so ein Hauke-Sprech gibt. Was ist das daneben? Ein Billardkreide. Nee. Andere Feinhaarpinsel. Ein Feinhaarpinsel. Ein Feinhaarpinsel. Kannst du das Bild vielleicht zu Ende zeichnen? Geben Sie mir 2 Wochen. Wo ist das Wasserstoffperoxid? Das sieht dann aus wie dieses Jesus-Ding, was ganz fertig gemacht wurde, nicht fertig wiedergestellt. Dann machen wir das doch jetzt mal, was wir haben, oder? Wieder zurück. Also wir fahren zurück. Ja. Müsst ihr das unbedingt? Jetzt will ich nicht mehr im Asylum, diese dumme Klaviernummer, da haben wir nichts weiter von gefunden, ne? Nee. Mit den Notenblättern, das hat uns auch nicht weitergebracht. Dafür hatten wir zu wenig Notentheorie. So, seht ihr das zu Hause, was wir hier haben? Das ist so überfüllt, ey. So schief auch. So sieht ein cooler Abenteuertisch aus. Ja, das stimmt. Ja. Okay, wir gehen mit der alten Lesebrille in die Bar zu Jen. Genau, 901. 50, 901. Und jetzt wird das Vögelchen singen. Hm? Ja. Das ist die alte Fiebermann. Sollten wir nicht ihm das bringen, die Brille geben? Dem Wachmann. Auch nicht, warte. Das Kennzeichen mit ihm und dann wurden wir gefragt, haben wir die 50? Also würde ich da rübergehen. Ja. Also 84 und 922. Habt ihr Abenteuerkarte 50? Ja, genau, haben wir. Falls ja, lest Eintrag 137. Andernfalls, lange liegt sein Blick auf der Brille. Mhm. Immer wieder liest er die Inschrift und mit jedem Mal wird sein Gesicht weicher und nachdenklicher. Mhm. Jens Mutter hat ihr häufig vorgelesen, als sie noch ein Kind war. Vor ihrer Zeit im St. Mary's.
Die Brille war ein Geschenk, das Jen sehr viel bedeutet hat. Sie miteinander verbunden hat. Vielleicht teilt sie das auf. Er lächelt zögerlich. Vielen Dank. Jetzt bin ich dran. Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. Geil. Wir haben noch Ihr Damit Auto. Macht sich John auf den Weg zur nahen Wache. Und wenig später ist er wieder zurück. Miss Blake meinte, das gehört zu einem Ford Mustang, schwarz. Der dazugehörige Name und die Adresse sind Ernest Webb, Gloom Boulevard 2. Ernest Webb. Das muss der Vater des Waisenjungen Thomas Webb sein. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Nee. Dann blickt er dir direkt in die Augen. Würden Sie die Brille bitte noch meiner Verlobten bringen? Ja. Legt Abenteuerkarte 84 zurück in die Schachtel. Nehmt Ortskarte K und legt sie verdeckt rechts von Ortskarte R an. Ihr könnt ab jetzt jederzeit zur Ortskarte K. Tut ihr dies erstmals, lest Eintrag K. Ich würde sagen, wir geben Jen erst die Brille und dann gehen wir rüber zu K. Aber, achso, Entschuldigung. Das ist was nochmal? Ernest Dings zu Hause. Ah, er wohnt aber Webs. Weird. Neben J oder wo soll die Boulevard? Hin? Achso, neben R. Ja? Okay. Ja. Neben R an, könnt ab jetzt jederzeit zu K. Das ist die Adresse Gloom Boulevard 2. Mhm. Aber erstmal Brille zu Jenny. Mhm. Das ist 50 und 901. Jetzt könnte ich es mir irgendwann merken. Wir haben vorhin 500 Sachen gefragt. Und los. Liegt Ortskarte K bereits aus? Ja. Falls ja, lest Eintrag 890. Andernfalls lest Eintrag 990. Jennifer, kann ich Sie kurz sprechen? Du gehst mit ihr in den hinteren Bereich der Bar, ziehst die Brille heraus und reichst sie ihr. Hier, das soll ich Ihnen von Ihrem Verlobten John bringen. Sie nimmt die Brille und sieht sie sich an. Ihre Augen werden groß, dann füllen sie sich mit Tränen. Sie stützt sich schwer auf den Tisch, scheint mit sich zu ringen. Sagt dann mit erstickter Stimme, wie hat er das nur wiedergefunden? Ist er etwa in dieses verfluchte Drecksloch? Sie stockt und fährt verbittert fort. Wir waren schon dreimal da. Kommt im St. Mary's Mental Asylum. Was für ein Hohn. Geht da regelmäßig vorbei. Diese Lobotomie sei eine sichere Heilmethode. Kein Wunder, dass sich die Patienten irgendwann auf Geschichten und Spielzeug konzentrierten, nachdem sie von den Menschen so verraten wurden. Legt Abenteuerkarte 50 zurück in die Schachtel. Geschichten und Spielzeug? Echt mit der Brille. Sollen wir ihr mal noch die Stoffgiraffe zeigen? Ja. Kein Haben Wunder. Wir doch schon. Haben wir doch schon. Ja. Ist das nicht eine neue? Das ist doch die... Achso, das ist ja die... Ja. Ich dachte gerade eine neue Spielzeuggiraffe. Erinnert sich noch? Wir waren ja vor 20 Minuten an, haben wir diese Giraffe gezeigt. Mich dunkel. Achso, ja. Haben wir ja schon gezeigt. Ja. Okay. Also, wenn ihr jetzt. Ja, also, ich erinnere mich hier wirklich null an irgendwas. Wenn ihr das lest, nicht, dass sie verlobt sind. Die mit dem Wachmann, ja. Die sind mit dem Wachmann verlobt. Ja, das haben die da eben. Ja, ich wusste nicht, dass das die ist. Ja, ich weiß schon. Naja, er ist mit der jungen Jenny und nicht mit der alten Kröte am Tresen verheiratet. Also, das nächste Mal, wenn ihr ewig auf Getränke wartet in der Bar, kann es sein, dass jemand der Kellnerin ganz viele Gegenstände einfach zeigt. Und das? Und das? Was ist das hier? Guckst du mal. Und dann kommen die beiden noch aus dem Büro von da so hinten. Cool. Ich hab doch ein Foto der Familie Webb. Können Sie mir dazu was sagen? Ja. Okay, cool. Ja, dann ab zu K. An der notierten Adresse befindet sich ein heruntergekommenes Theater, dessen Fassade nichts mehr vom Glanz vergangener Tage trägt. Überbleibsel alter Plakate, 321, die lang nicht mehr aufgeführte Stücke anpreisen, hängen an verdreckten Fensterscheiben und die Verglasung des Tickethäuschens liegt in 1000 Splittern über dem Tresen und dem Boden davor. Ich war schon hier mit meiner Brechstange. 322. Die Hausnummer am Eingangstor des ehemals sicherlich prunkvollen Nachbargebäudes lässt darauf schließen, dass du richtig bist. 323. Das Haus der Familie Webb wurde nach dem verheerenden Feuer wohl abgerissen. An dessen Stelle wurde das Trinity Theater errichtet. Doch auch dieses ist mittlerweile verkommen, wie die ganze Stadt. Zwei stabile Bretter vernageln das pompöse Portal ins Innere des Schauspielhauses. 324. Multitool, Alter. Dorthin führt auch die Blutspur, was? Die euch auf eurem Weg hierher immer wieder begegnet ist und endet schließlich an einem Eimer. 325. Bei Stange. Ich war den Eimer zusammen ballern. Also, möchtest du mal was untersuchen?
Ich hatte das Gefühl, nur weil ich die Brechstange gefunden habe, hatte ich jetzt gerade so einen ziemlich ja, so einen kleinen Run irgendwie. Du machst das weiter. Nee. Das ist schon gut, doch. Komm, du bist dran. Hau mal mit der Brechstange noch auf meine Giraffe. Und dann zünden wir sie an. Ihr. Ihre Brille. Und wir haben ihre Brille kaputt ja, gemacht. Okay. Vor ihren Augen. Oh Gott. Ja, was hättest du gerne? Ich habe ehrlich gesagt nur Teils zugehört. Alte Plakate 300. Hast du? Mach einfach 3-3-1. Ja, das sind alte Plakate. 3-2-1. Du hast Mainz. Splitter. Mainz. Ja. Oh. Einfach so 3 Sekunden. Shakespeares Romeo und Julia. Rechts Aufstieg und Fall der Stadt Mahagany. Und geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre. Ah. Dieses Theater hat vor seiner Schließung einige bekannte Stücke auf die Bühne gebracht und schmückt sich nun mit den Glanzmomenten der Vergangenheit. Große Namen und Geschichten hinderten die Bevölkerung jedoch nicht daran, die Zeichen einer einst stolzen Stadt mit Geschmiere und ihrer Zerstörungswut zu verspotten. Der schönen Julia hat man einen roten Schnurrbart ins Gesicht gemalt, dem Liebsten hat man gleich den Kopf aus dem Plakat geschnitten und auf jedem Einzelnen findet sich ein großes, dunkelrotes Gesicht aus 2 Strichen als Augen und einem breit grinsenden Mund, dessen Farbe schon lange klumpig getrocknet ist. Hm. Sartre, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Au. Stark. Au. Okay, kombiniere Sartre mit Gehirn. Sartre. Ja, ich würde hier stehen bleiben. Okay. Bleib mal stehen, das ist sicherer. Dann gehe ich weiter. 322. Die Scheiben des Tickethäuschens wurden eingeschlagen und lange spitze Scherben ragen wie Stalagmiten aus der Einfassung. Niemand hat sich die Mühe gemacht, den kleinen Raum auszuräumen. Und so findest du sogar etwas Kleingeld und eine noch versiegelte Flasche stilles Wasser. Geil. Cool. Gerade als du den Kopf wieder aus dem Durchbruch hervorziehen willst, hörst du ein schrilles Kichern über dir. Eiskalt erwischt schaust du auf. Doch dir fliegt bereits eine Flasche entgegen, die mit einem lauten Knall vor dir zerplatzt. Ruckartig fährst du zusammen und verletzt dabei unglücklich den Unterarm an der Schnittfläche einer der Scherben. Laut fluchend ziehst du dich zurück. Minderjährige! Nimm 2 Schaden. Nimm die Abenteuerkarten 52 und 82. Die Seite? Ich habe jetzt insgesamt 3 Schaden. Auf deiner Karte steht, was das bedeutet. Dann musst du die 211 mal bitte anmachen. Warte, 52, 82 kriegst du erst noch. Mhm. Also wenn das jetzt eine Blutvergiftung ist und... Tetanus. Ja. Sekunde. 82. Erfahre ich jetzt endlich was über meine Backstory? Wollte ich gerade sagen. Aber du kriegst zumindest das Kleingeld und eine stille Flasche Wasser. Nein. Also, du kannst dir Chips kaufen davon. Ah, erstmal so. Du kannst dir davon eventuell Chips kaufen und einen Schluck trinken. Stay high. Markus, trinkst du sofort das Wasser und frisst das Kleingeld. Ja, du spülst die Kleingeldmünzen mit dem Wasser runter. Wie auch nur bei dem einen Kleingeld stand, dass du es behalten würdest. Ja. Ja. Bei den anderen Kleingeld. Ja. Das nicht. Die geben dir ein shady Image. Das Kleingeld. Das gib dir das mal. Münze. Der 2 Schaden. Und hab das hier. Genau, und was muss ich für einen tippen? 211. Was für eine Ironie. Der Schmerz weckt alte Erinnerungen. Jetzt kommt deine Geschichte. Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße. Mit nur einer Armbewegung wischst du all deine persönlichen Habseligkeiten vom Schreibtisch in deine Handtasche und wirfst dabei einen Tacker zu Boden. Hey, Rachel, beruhig dich doch. Nee. Lia, deine Kollegin, versucht dich zu beschwichtigen. Doch allein, dass sie so überheblich daherkommt, bringt dein Blut nur noch mehr in Wallung. Oh, ich hasse Scheiße, verdammt! Du weißt, dass du deinen Schreibtisch nicht leerräumen musst. Du bist nur vorübergehend suspendiert, nicht entlassen. Leck mich! Das hier ist schlechter Witz! Betrunken im Dienst, was glaubt dieser... Deine Hand bebt. Doch du musst dich jetzt zusammenreißen. Bin auch schon... Man hat dir einen Alkoholtest angeboten, um das Gegenteil zu beweisen. Tim, dieser arrogante Spinner. Zu allem muss er seinen Senf dazugeben. Ich muss euch nichts beweisen! Gar nichts! Oh, das ist für dich toll. Heiß und kalt zugleich. Nur noch bis zum Auto kommen. Handtasche über die Schulter und dann zur Tür raus. Mensch, beherrsch dich. Gib ihnen jetzt bloß keinen Anlass, dich im Recht zu sehen. Nee. Geschafft. Jetzt ab ins Auto und ein Schluck Scotch. Ja. Nur für die Nerven. Nur das sind die Menschen kaum noch zu ertragen. Oder die Scheidung von deinem Mann. Nice. Ja, das war furchtbar. Aber ich habe noch gar nichts gemacht.
Wirklich, das stimmt. Also, du bist nur suspendiert, nur weil du was aber noch einmal ein bisschen auf Arbeit getrunken. Das war ach, ja, ja, ehrlich. Sagen Sie, Lieutenant, sind Sie eigentlich geschieden? Was interessiert Sie das denn? Vor allem bin ich betrunken. Das ist eine sehr gute Kombination. Okay. Okay, du bist auch mal verletzt, dann würde ich sagen, untersuch doch mal einfach diesen Raum weiter. Achso, ich könnte dich natürlich. Ist da irgendwas? Den Abenteuer kann 16, das hat nichts damit zu tun, ne? Nee. Dass ich dich irgendwie. Okay. Ja, dann mache ich jetzt 3, 2, 3. Das Haus rechts des Theaters unterliegt einem ähnlichen Verfall wie das Theater selbst. Zugezogene Vorhänge legen jedoch nahe, dass es noch bewohnt ist. Aber darin haust wohl niemand, der Wert auf das äußere Erscheinungsbild seines Heimes legt. Selbst jetzt erkennst du noch, wo die Flammen des Feuers dem Nachbar zu nahe kamen. Etwas lässt dich stutzen. Wäre das Feuer im Obergeschoss ausgebrochen, wie die Gerüchte besagen, und hätte sich anschließend auf das Erdgeschoss ausgebreitet, weshalb sind dann die Brandspuren im unteren Teil dieses Gebäudes deutlicher erkennbar als oben? Das fällt auch erst hier auf. Stimmt. Ist ja nicht so, dass es schon seit 10 Jahren her ist oder so. Sergeant, woran denken Sie? Ich überlege, wie Feuer funktioniert. Krass. Das kann wirklich brennen, so ein Haus, nicht wahr? Nein. Ich glaube, heute really? Können nicht brennen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also, mach du mal weiter. Okay, Sie können da noch ein bisschen drüber nachdenken, aber... Du machst 3, 2, 4? Ja. Die Bretter sind so über die Tür geschlagen, dass sie den Türknauf unter sich verdecken. Das mache ich. Ganz gleich, wie sehr du es versuchst. Du erreichst ihn einfach nicht. Ich würde es mal machen direkt, ja? Ja. Ja, ja, brich auf. 51, 3, 2, 4. Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen, richtig? Ja, ja. Du klemmst also das Brecheisen zwischen die Bretter und bringst all deine Kraft auf, um die Latten von der Tür zu hebeln. Ein knackendes Geräusch und das Holz löst sich langsam. Danke. Dann jedoch geben die Nägel je nach und unversehens findest du dich mit dem Rücken auf dem von Scherben bedeckten Boden. Auei. Vor Schreck lässt du das Brecheisen los, das über den Asphalt schlittert und sich zu allem Unglück in die Kanalisation verabschiedet. Oh, das war so geil. Wenigstens ist die Tür nun frei und ihr könnt das Theater betreten. Bin ich tot? Nimm 2 Schaden. 2 Schaden? Legt Abenteuerkarte 51 zurück in die Schachtel. Lest Eintrag 870. Wir bluten alle wie die Schweine. Und wir sind das alte Theater. Okay, warte mal. Ich habe jetzt 4 Schaden. Feuer? Ich sollte mir das vielleicht noch mal ganz kurz anhören, was das bedeutet, bevor wir 870 lesen, oder? Ja. 870, da geht's gleich weiter und ich werde jetzt sterben. Also wir werden uns jetzt verabschieden von mir, denn meine Zahl, die ich jetzt wählen muss, ist die 9-11. Oh. 911. Ja. Gut, Polizei. Ich rufe jetzt als Emergency. Ich brauche jetzt Hilfe. Verflucht. Schon wieder diese Erinnerung. Nach dem 2. Glas Wein war dann auch Schluss und ich ließ mich von ihm heimbringen. Ist das so meine? Leslie beendet ihren Bericht mit einem vielsagenden Augenaufschlag und du musst unwillkürlich lachen. Wolltet ihr euch noch mal wiedersehen? Sie schüttelt heftig den Kopf. Dabei fliegt ihr lockiges, rotes Haar wild umher. Bist du des Wahnsinns? Hast du mir nicht zugehört? Sie schlägt die Beine übereinander und lehnt sich seufzend gegen den Rücken der Bank. Der Typ wollte, dass ich meinen Job aufgebe, um Kinder großzuziehen. Wir hatten nicht mal ein 2. Date. Keine glückliche verheiratete Frau, die ehrlich zu sich selbst ist, kann ernsthaft das Büro ihrem Zuhause vorziehen. Keine Ahnung, von welchem Idioten er diesen Schund aufgeschnappt hat. Verheiratet. Erstes Date. Es war das erste Date, verdammt. Sie lacht kopfschüttelnd und schnappt kurz nach Luft, um ihm Ärger erneut Ausdruck zu verleihen, als sie unterbrochen wird. Also das ist meine Schwester Leslie, ne? Mhm. Sagt. Entschuldigen Sie, die Damen. Ein junger Mann mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze steht vor euch. Haben Sie vielleicht meinen Hund gesehen? Ein bisschen etwa Kleingeld. So groß, braun-weiß gefleckt. Oh, jetzt im Schatten weird. Seiner Kopfbedeckung erkennt ihr ein vages Lächeln. Ein Hund? Nein, tut uns leid. Leslie ergreift das Wort, aber auch du kannst dich an keinen Hund erinnern. Mhm. Oh, na dann, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Das seltsame Lächeln wird noch breiter. Dann dreht er sich einfach um und geht in die gleiche Richtung davon, aus der er gekommen ist. Komischer Kerl.
Lux, deine Schwester, ehe sie wieder zu erzählen beginnt. Hm. Das war's? Hey, geht's dir gut? Ich glaube, meine Schwester hatte was mit dem weirden Entführertyp. Und das really? Ist ihnen eingefallen, als sie die mit der Brechstange geschwungen haben? Als ich 2 Liter Blut verloren habe, ich hatte eine Halluzination. Scheiße. Sag mal, können ich liege auf Glasscherben, ich bin verletzt. Können unsere Charaktere sterben? Weil wenn ja, müssen wir dann nicht. Ich glaube nicht, oder? Weil. Nee. Also, ja, ich Johanna Schaden, hat ja das jetzt das Höchste, was ich haben kann. Den höchsten Schaden, ja, genommen. Ja, ich glaube, wenn. Sterben einfach nicht? Achso. Nö. Ich glaube, im Gegenteil, solange ich mich nicht nochmal schwer verletze, werde ich nie erfahren, was es mit meiner Geschichte auf sich hat. Also aus dem Weg! Ich mach nichts mehr. Okay. Ich werfe mich in die Glasscherben. Du machst dir die Robbe da drauf. Dreh mich. Aber warum können wir dann heilen? Was bringt uns das? Ja, doch, ich glaube schon, dass das noch einen Faktor hat. Ach so, doch, 6 Schaden. Ich kann auch bis 6 Schaden hoch. Ich habe nämlich nur eine 4. Ich habe auch nur eine 4. Man kann das umdrehen. Ich glaube, wir können sterben. Ja. Ach so, da oben. Da könnt ihr das umdrehen. Da ist noch mehr. Bis 6 Schaden geht's hoch. Wie, wir können das wir umdrehen? Sollen das umdrehen? Aber nein, ich dachte... Nein. Ach so, das meinst du? Aber ich dachte, dass das hier anzeigt... Also für ach so, bei 3 Spielern. Personen. Stimmt. Und bei 3 Spielern. Ja, bei 3. Stimmt. Ja, das ist das. Ja. Nee, aber ich glaube, wenn... Ach so, ja, der... Aber du bist noch nicht bei 4. Doch. So. Das war gerade mein Dings für 4 Schaden. Das war der 2. Teil meiner Geschichte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich hier bin. Weil der Typ, der meine Schwester getötet hat, ist wahrscheinlich der Typ, der euch nach diesem Hund gefragt hat. Und der jetzt dieses kranke Spiel hier spielt. Das ist der Typ, der nach dem Hund gefragt hat. Ja, ich glaube das schon. Okay. Dann würden wir jetzt bei 870 weitermachen. Also ich habe alles bei mir gelernt. Ich weiß alles. Ja. Haben wir hier schon alles fertig? Nee. Okay, aber 3, 2, 5, eben wurde ja gesagt, macht jetzt 870. Dann würden wir das erstmal machen und dann habe ich mich ja verletzt. So. Ein unerwartetes Knacken aus dem Innern des Foyers lässt dich achtsam werden. Nicht schon wieder mich, es aus betrifft uns alle. Aus dem Knarzen wird ein Rauschen, bis klare Worte entstehen. Dich. Willkommen zu meinem Grande Finale. Kann ich mir vorher noch die 3 oder 25 angucken? Er räuspert sich und das unangenehm laute Geräusch hallt von den Wänden des Theaters auf die Straße wieder. Du versuchst zwar auszumachen, von wo aus Tom zu dir spricht, doch er scheint überall und zugleich nirgends zu sein. Tom ist. Etwas in mir hoffte bereits, dass ihr entkommen und meiner Spur bis hierher folgen würdet. Deiner Blutspur? Der Akt als solcher ist ein großer Spaß, doch mit Publikum dabei. Eine vielsagende Pause und allmählich dämmert euch, woher die Stimme stammt. Lautsprecher oberhalb der Tür knistern leise, als kurze Stille einkehrt. Tretet also ein und werdet Teil eines Spektakels, dessen Geschichte so alt wie die Menschheit selbst ist. Blut und Spiele! Ein Krachen. Im Hintergrund der Aufnahme fällt etwas schwer und der Schrei einer Frau übertönt den Lärm. Ihr hört Webb manisch auflachen. Dann ist der Lautsprecher stumm. Nun ist klar. An diesem Ort entscheidet sich, wie eure Suche endet. Nein, für noch euch, nicht. Die Geiseln. Tom. Hiermit endet Kapitel 2. Macht nichts. Für jede Abenteuerkarte mit dem Symbol Ausrufezeichen verliert ihr einen Punkt. Was? Schon? Haben wir es geschafft? Leute, Rekordzeit. Geilo. Stark. Das ist schon mal nice. Was war gerade? Jetzt kommt diese Auswertung. Ach so. Für jede Abenteuerkarte mit dem Symbol Ausrufungszeichen verliert ihr einen Punkt. Und das bin ich mit dem scheiß Dartpfeil. Haben wir noch einen Ausrufungszeichen? Ja, nee, die Feige. Das Einzige gewesen, war die Feige und die haben wir so wir hätten den Dartpfeil nicht, einstecken dürfen. Das war einfach nur die Challenge war, lasst ihn einfach liegen. Ja, weil die Leute haben da halt Spaß gehabt mit dem Dart. Spiel. Aber ich lerne hier alles wie blöde einzusammeln und dann wild damit drauf irgendwas einzuschlagen. Deswegen. Aber behältst du ihn trotzdem oder musst du ihn dann abgeben? Was führt das jetzt? Das kommt jetzt diese ganze Auswertung gleich. Das mache ich gleich nochmal. Aber ich finde auch, wir können noch. 870 gucke ich mir dann nochmal an, wenn es um die Auswertung geht, beziehungsweise um das Speichern. Das können wir gleich machen. Aber es ist nicht gesagt, dass wir jetzt hier abbrechen müssen. Ja, eins müssen wir noch angucken. Also, ja, mit der 325 würden wir das hier halt noch abschließen. Nur weil ich wie blöd da schon mal reingelaufen bin, heißt es ja nicht, dass ihr da draußen noch seid, oder? 325 gucken wir uns an. Yes. Ja, nicht vom wir, Bahnhof Essen, über Sodom und Gomorra. War's das schon? Vom Bahnhof über Sodom und Gomorra bis hierher seid ihr der Spur gefolgt, die an einem Eimer neben dem Eingang endet.
Er ist noch immer mit sehr roter Flüssigkeit gefüllt. Doch es ist kein Blut. War etwa auch diese Fährte nur ein weiterer Köder, den Webb für euch ausgelegt hat, damit ihr ihm bis hierher folgt? Ach so, jetzt... Wütend versetzte dem Eimer einen Tritt, der den übrigen Inhalt umherschwappen lässt. Und etwas zutage befördert. Du wirkst schon, als du mit Erleichterung feststellst, dass es nur die Hand einer Schaufensterpuppe ist. Ach so, okay. Nee. Die Hand einer, ach so, ist kein Item. Ja, okay. Ach so, ja. Du kriegst gar nichts dafür. Okay, gut. Ja, gut, dann hätten wir uns das angeschaut, dann wären wir rübergegangen und haben das gefunden. Ja. Okay, case closed für heute. Das ist doch krass. War stark. Glückwunsch an alle. Diesmal? Hä? Ist da sehr starke Arbeit. Also wirklich, du hast dir alles aufgeschrieben, sonst wären wir blind zurück ins Asylum gegangen. Ja, wir wären noch an der Bar geblieben wahrscheinlich, hätten noch ein paar Gegenstände da gezeigt. Und das. Und das. Und die Kreditkarte? Haben Sie mich schon mal gesehen? Ich kaufe den Laden. Haben Sie mich schon mal gesehen? Aber was ist noch mit... Wir haben jetzt noch, also was das behalten wir erstmal. Wir haben noch Kleingeld, was ich halt aufgeben könnte. Aber wenn das nächste Mal. Ja, die fehlt aber noch einmal. Aber ne? Chips kosten zwei. Eins. Ja? Ja. Und was war da noch? Warte, da war noch eine Tageszeitung. Und die war zwei? Nö. Kiosk ist 801. Ja. Gucken wir nochmal ganz kurz, nicht bevor das nachher alles wieder weg ist. Und eben. So. Ja. Untersucht ihr diesen Ort zum ersten Mal? Nee. Falls ja, lest Eintrag 841. Das wüsstest du, wenn es so ist. Also, was darf sein? Was darf sein, fragt er. Ein Fläschchen Branntwein, eine Tüte Chips zu kaufen. Oh, kosten doch zwei Kleingeld. Die sind ja super beides? Teuer. Beides? Chips und Zeitung? Chips und Tageszeitung. Eine Karte mit Kleingeld. Tageszeitung? Wollen wir das mal nehmen? Ja. Soll ich die jetzt noch holen? Ja. Ja, dann hole ich mir die Tageszeitung. Dann einmal Kleingeld gegen Tageszeitung. Oh, die hat zwei Sterne. Ja, aber die kommt direkt in diese Akte rein. Ja, nice. Nee. Nee, die können wir kombinieren. Doch, da steht Hinweis. Ja, dann direkt in die Akte. Schau ich nochmal an. Aber das hat. Was ist denn das für ein. Achso, war das. Ausgabe der GC Daily News. Ich will einmal kurz lesen. Ich will sie mir einmal holen. Da steht: Sowjets schießen Rakete zum Mond und korrupter Polizeichef freigesprochen. Ah, wir brauchen, ich verstehe nicht, wann kommt denn eure Backstory? Wir spielen seit fünf Stunden. Meine kam ja jetzt schon ein bisschen. Ich weiß. Aber auch nur, weil ich mich echt doll verletzt habe, als mir ein etwas Lachendes eine Flasche übergeschmissen hat. Das stimmt. Und weil wieso werden die eigentlich nur von Scheiße verletzt? Weißt du, du kriegst einen Pfeil in die Schulter, du fliegst auf Scherben und ich so, oh, eine Elster hat mich gepickt. da kommt eine Flasche von oben, ich kann nicht ausweichen. Ah. Ich glaube aber, kannst du nochmal die 411 machen? Ich hatte ja schon mal zwei Schaden. Hattest du? Du hattest einen geheilt? Nee, ich meine nicht. Das war so ein Dauerschaden, wo ich jede Phase mehr bekommen hätte. Ne? Aber dann haben wir dummerweise gerettet, da wir sofort wirklich stehen konnten. Wie ein Dieb. Nee, das haben wir noch nicht gehört. Okay, dann weiß ich immer noch nichts über mich. Oder? I'm not sure. Also diese Hinweiskarte können wir dann auch nicht nochmal in der Bar zeigen, ne? Nee. Das heißt, das ist nur für uns zu wissen, der Polizeichef war korrupt. Ja, ich glaube, dass es dann irgendwie sowas gibt am Ende, wenn ihr folgende Hinweiskarten habt, kriegt ihr so und so viele Punkte. Ja. Oder Polizeichef? Nee. Oder es kommt irgend so ein Typ vielleicht, wenn wir den verhaften und dann sagen müssen, welche Karten, welche Hinweise habt ihr. Und dann und geschieden. Und betrunken. Stimmt. Besoffen geschieden. Und geil. Gut, also es hat Spaß gemacht. Wir sind heute deutlich besser gewesen. Ja, krass. Okay, das finde ich echt krass. Ich habe eigentlich auch gar nicht mitgerechnet, muss ich sagen, nach dem letzten Mal. Also nicht gegen uns, aber... Ich habe mich schon gewundert, dass es am Anfang so schnell, so schön funktioniert hat. Aber es hat anscheinend einen Grund, warum man sich die Zahlen merken sollte. Dann ergibt es alles ein bisschen... Ja. Und wir sind letztes Mal wirklich unnötig lange wirklich aufgrund dieses einen Fehlers hängen geblieben, sonst wären wir wahrscheinlich auch eine Stunde früher fertig gewesen oder halbe. Ja, das ist das, wenn du einmal dann hängst und nicht weißt, wie es weitergeht und dann was fehlt. Ich habe halt noch so sehr viele Karten und das ist natürlich diese ganze Spielkartennummer, vielleicht hätte die auch schon passiert sein müssen, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal ins Asylum zurückfahren, oder? Ich kann es mir vorstellen. Haben wir mit dem Nylon fahren? Wollte ich gerade sagen. Ja, aber der Haken ist auch noch nicht. Ne? Aber wir sind gefühlt jetzt im Grande Finale im Theater. Die Geiseln sind schon da. Wir haben die Geiseln gehört hinter unserem Tom Webb. Ich glaube, da ist das Finale. Eigentlich müssten wir ins Auto zurück. Wir müssten diese Karte, die wir auf dem Dachboden da gefunden haben, diese Schatulle, die wir auf dem Dachboden da liegen haben. Aber die war schon offen. Ja, die Schatulle war offen. Die haben wir aufgemacht.
Ja, aber irgendwie, da waren noch diese Karten drin. Aber wir haben auch noch nicht hier den Dachboden aufgemacht. Oder? Ja, ich glaube, da fehlt auch noch was. Ja, das fehlt noch, genau. Ja. Uns fehlt noch so ein Haken oder sowas. Was ist mit dieser Kiste da gewesen? Ja, die Gasse ist halt richtig random. Ist es, dass wir dann danach, oder hätten wir mit dem Auto da hinfahren können? Nee, das ist ja gar keine Karte. Vielleicht kann ich mit meinem stillen Wasser, jetzt habe ich Proviant, jetzt kann ich in die Gasse gehen, die sind ja tief, verwinkelt ist. Ja. Die sind ja tief, vielleicht kannst du die nur abseilen. Ich weiß es nicht. Stille Gassen sind leise. Gut. Ja, es ist weird. Ich habe halt auch noch Billardkreide. Muss ich irgendwas anspitzen? Warum habe ich den Feinhaarpinsel noch? Dann können wir das natürlich mit dem Feinhaarpinsel mit der Billardkreide Fingerabdrücke kombinieren. Ja? Und dann Fingerabdrücke raus. Ja. Mach mal. Was denn Fingerabdrücke nehmen? Einfach mal reindipsen. Von der Kellnerin nochmal, die haben wir noch nicht gedrückt. Schauen Sie mal, was ich machen kann mit meinem Feinhaarpinsel. Ja, vielleicht wäre der Feinhaarpinsel auch nur eine Alternative gewesen, um dieses Wagending da zu machen, wo wir den Staub weggewischt haben. Ja. Weil da hatte ich ja zwei Pinsel. Vielleicht hätte man, wenn ich den einen nicht gefunden hätte, den anderen nehmen können. Wobei, dann heißt es ja eigentlich immer, wenn Rätsel gelöst haben, legen Sie das ab, ne? Geben Sie alles zurück. Ein bisschen weird. Ich dachte, ich hätte mir das letzte Mal alles draufgeschrieben, was wir machen müssen. Und vielleicht habe ich das aber auch vergessen. Ja, das war Esther. Ja, behalte auf jeden Fall diesen Zettel, der Gold wert ist. Yes. Ja, wir haben auch noch nicht das Zahlenschloss, 3-Zahlen-Code für den Safe hinter dem Bildern im Büro von John Wade hier. Ne? Ja, und das sind auch nicht die Spielkarten, ne? Das ist weird. Das war ja irgendwas mit dem Klavier. Mit dem Klavier, da fehlt ja auch kein Faden oder so, ne? Nee. Nee. Ich glaube, das ist auch bloß ein Trostpflaster, dieser Faden. Weil wir das komplette Ding da zerballert haben. Ja. Das fand ich übrigens mal eine ganz coole Mechanik im Vergleich zu dem anderen, dass man auch so falsch kombinieren konnte und damit Sachen halt zerstört hat. Bei dem letzten war manchmal, fand ich ein bisschen mehr mit Butter, Serviette. Ja, so Butter, so Serviette. Ja. Das war ja, so. Ja, okay, ja. Cool. Mhm. Ja. Okay, ja. Gute Butter, Serviette hat uns ja weit gebracht letztes Mal. Schmiere. Ja. Mhm. Gut, ihr Lieben. Hey, krass. Dann sind wir durch. Teil 3 lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber wir kehren zurück nach Gloom City für das dritte Kapitel. Johanna, was sagst du denn zu unseren beiden neuen Companions eigentlich? Jetzt so nach 2 Abenden kann man ja schon mal so ein bisschen so ein kleines Fazit vielleicht ziehen. Die Zahlen sprechen für sich im Sinne von Dauer. Wir sind deutlich besser. Stimmt. Wir sind, das war ja fix, das war ja bab, 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 mach doch das mit dem, wir zeigen alles hin, her, rein, raus, nice. Find welchen Dummbatzen habt ihr das letzte Mal gemacht? Wir sind rein, das ist wirklich. Kennt ihr nicht. Ah, okay. Nee, aber toll. Mit euch ist es viel schöner, muss ich sagen. Schön, dass ihr da seid. Aber findet ihr nicht auch, dass man an dieser Stelle auch gerne nochmal auf den Rocket Beans Potters Club hinweisen könnte? Das ist eine perfekte Stelle, doch. Ehrlich gesagt finde ich das nicht. Die sind entweder da oder nicht. Also, wer jetzt noch nicht im Supporters Club ist, sorry, den kann ich nicht respektieren. Das stimmt. Es sei denn, er hat wirklich finanzielle Einbußen in dieser harten Zeit, dann kann ich das durchaus verstehen. Das stimmt. Danke. Andererseits ist das eine gute Möglichkeit, Formate wie dieses hier zu unterstützen, damit wir hier so einen Quatsch machen können. Und wenn man im Minus ist, kommt es dann auf die 10 Euro noch? Da wird niemand sagen, ja, aber die 10 Euro waren es. Kann man steuerlich ab. Was ist denn gerade? Ich meine, bei so anderen Streaming-Anbietern, da passiert ja gerade nicht so viel. Ich meine, was gibt es für gute Serien? Ist komplett tot, das könnt ihr euch sparen. Wednesday ist hier bei uns. Wirklich. Wäre vielleicht eine Idee. Wir denken gerade nur laut und sagen, danke an alle, die schon im Rock Queen Supporters Club drin sind. Und wer da mal reinschauen will, auf der Website findet ihr Infos. Geil. Ja. Vielen Dank auch an die Regie für diese fantastische, bildliche und für die audiovisuelle Untermalung von diesem Abenteuer. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Lasst gerne ein Like da, lasst unbedingt einen Kommentar da. Haben wir vielleicht was übersehen? Schreibt es in die Kommis. Oh ja. Dann schauen wir uns das Ganze an. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.